So, da sind wir auch schon. Vierter Advent, bald ist Weihnachten und wir sitzen hier irgendwo in Westfall. Dahin hat einer sein Stoffpüppchen vergessen. Wie geht's? Gerade erst aufgestanden, wir sind wieder unterwegs mit der Nubia Synod und Kitty City. Huhu. In Azeroth. Ja, die beiden haben ja letztes Mal Schultern bekommen. Unser Zwerg sieht noch ein bisschen nackig Gemeinsam aus. sind wir stark. Genau. Und wir haben hier noch zwei Quests zu machen und dann geht's heute in ein paar Instanzen, damit wir das auch mal gesehen haben. Denn wir haben ja eine Quest bekommen für eine neue Waffe in Burg Schattenfang. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall noch bis Burg Schattenfang vorkommen. In der Gilde hatten wir ein paar Anfragen. Die musste ich leider ablehnen, weil man muss ja online sein, damit man hier annehmen kann. Also ihr müsst online sein, damit wir annehmen können. Deshalb, jetzt während des Streams habt ihr natürlich immer noch die Möglichkeit, hier eine Anfrage für die Herde, Gilde zu machen. Und dann werden wir sie natürlich prompt annehmen. So. Dann würde ich sagen, hoppeln wir mal los, oder? Wir haben hier noch einen Schatz zu bergen. Weil wir haben Captain Sanders versteckter Schatz und die Legende des Kapitän Grausohns. Na dann. Na Oh, dann. nee, da will ich nicht raus. Warum nicht? Da sind ganz viele Leute. I, Leute. Da ist Krach. Außerdem, aber ich glaube, wir Oh. müssen in die Richtung. Warte mal, ich hatte hier letztens doch so ein Viech, was ich hier noch auspacken will. Moment. Stimmt, Tierchen. Genau, die böse Miez. Ups. Da ist er. Ach, du hast eine Sonnenblume? Singen. Ja, die Sonnenblume konnte man sich früher spielen. Das werden wir vielleicht noch sehen. Aber soll er erstmal hoppeln Kann mal man immer los. noch. Sehr gut. So, wo müssen wir eigentlich hin? Ja, da hinten zu den ganzen roten Leuten. Naja, ich würde sagen, wir holen erstmal den Schatz, also hier einfach nach links. Stimmt, wir hatten ja ein Pferd. Ein Löwen mit Herz. Yay, zwei Löwen. Nee, eins ist eine Katze. Na gut, dann mal Ist los. ein Löwe nicht auch eine Katze? Weiß ich nicht. Löwen zählen auch zu den Katzen. Okay. Männlich, miau. Ja. Setze ich jetzt die. Wir sind gerade von Sonnenuntergang zu strahlenblauem Himmel gewechselt innerhalb von einer 2 Sekunden. Tja, da drüben waren Bäume, hier sind keine mehr. Was passiert eigentlich, wenn man mit dem Tier in dieses Wirbelsturmding reinrennt? Weiß ich nicht. Lass uns jetzt Nichts. herausfinden. Oh, doch, doch! Da hinten flog Nubia, habt ihr das Oh, gesehen? das gibt Schaden. Da hinten flog sie, das sah niedlich aus. Oh, vielleicht sollten wir hier nicht reinspringen. Lass uns mal drum rumreiten. Was ist das eigentlich? Es gab mal einen bösen Drachen namens Deathwing. Und der ist ausgebrochen und hat ein paar Schäden in der Welt hinterlassen. Das nennt sich allgemein Kataklysmus. Und da gab es ein Add-on, was die ganze Welt, also die ganze alte Welt, die es seit Anfang von World of Warcraft gab, hat sich ein bisschen verändert und vieles ist kaputt gegangen. Deswegen befinden sich einige Sachen nicht mehr da, wo sie vorher waren, oder andere Sachen fliegen einfach durch die Luft. Erinnert mich an Alduin. Wer ist Alduin? Skyrim. Ja, nur größer. Das könnt ihr euch übrigens angucken. Alduin, der Chaosgott. Das machen wir nachher mal. Im Hauptmenü könnt ihr nämlich die ganzen lustigen Intros angucken und das Kataklysm-Addon ist halt mit eben diesem Drachen. Sieht ziemlich cool aus. Hui. Und verliert fast das halbe Leben dadurch. Quatsch. So, also hier runter. Was müssen wir eigentlich machen? Findet Kapitän Sanders Schließkassette und sucht darin nach dem nächsten Hinweis. Na gut, werden wir das mal tun. Schatzsuche. Da ist ja direkt für Zwergen gemacht, ne? Zwerge lieben ja Schätze. Muss das jetzt wieder nur einer anklicken oder Weiß ich alle? nicht. So, ich klicke es einfach mal an. Und ihr seht, ich habe das Addon, was ihr mir letzte Woche empfohlen habt, das Storyline, hier mal installiert. Der Schließkasten knarrt, als ihr ihn langsam öffnet. Sand und Wasser scheinen der einzige Inhalt zu sein. Aber halt, eine kleine Krabbe huscht mit einem Hinweis auf dem Schatz mit in den Scheren davon. Oh, wie gemein.
Oh, und der Quest abgeschlossen. Der Hinweis auf dem Schatz lautet folgendermaßen. Gut gemacht, Kumpel. Jetzt müsst ihr euch immer nach Osten halten. Im Osten die Steilhänge hoch, dann weiter nach Osten bis zur Straße. Schaut euch nach so einem ollen verfallenen Kamin nahe der Straße um. Dort findet ihr ein altes Fass mit eurem nächsten Hinweis darin. Na gut, machen wir das mal. Also wieder zurück. In den Osten bis zur Straße und dann zerfallener Kamin. So, das Problem ist, das mit den Drachen. Also der liebe Deathwing war kein normaler Drache, er war einer der großen Aspekte. Das heißt, die Titanen, die großen Titanen, die ja die ganze Welt erschaffen haben und alles Leben darauf, haben diese Aspekte zurückgelassen, also die Drachen. Und eben... Ah! Verdammiger Mist, ich sollte nach vorne gucken. die sollten dann über die Welt wachen. Jeder hatte so da seine eigenen... Ja, so sein eigenes Repertoire an Sachen, die er kann und worauf aufpassen soll. Manche hatten die Zeit, manche hatten andere Dinge und deswegen war halt der Aspekt des Todes, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war der ziemlich bösartig. So, da haben wir ein zerbrochenes Fass. Das sieht wie das richtige Fass aus. Hey, mein Zwerg kann kombinieren, sehr gut. Gut gemacht. Das war der nächste Schritt auf der Schatzsuche. Okay. Als ihr das Fass durchsucht, findet ihr ein weiteres Stück Pergament. Darauf steht, also von dem Fass dort müsst ihr euch nach Norden halten tun. Und dann geht ihr immer der Nase nach schnurstracks geradeaus, bis ihr den leeren Henkelkrug sehen tut, der da irgendwo bei so einer einzelnen stehenden Windmühle oben auf dem Steilhang über dem Meer liegt. Wenn ihr euch den Henkelkrug mal genau anguckt, dann findet ihr vielleicht sogar, was ihr sucht. Was? Ich habe jetzt auf genau angucken tut gewartet. Genau angucken tut, genau, das fehlte. Todesschwinge war der Erdwächter, okay. So, dann hoppeln wir mal weiter. Auf jeden Fall war er einer der großen Aspekte und er war ziemlich böse und ziemlich kräftig. Dann hast du gesagt, der liebe Deathwing. Ja. Naja, aber jetzt bin ich hier und sehe mir gerade ein riesiges Loch an mit wabernden Bäumchen und Steinen drin. Vielleicht war er doch nicht so lieb. Hey Mu, kannst du mal eine Roomtour machen und dann deine Hardware zeigen? Du würdest einen schwarzen Kasten sehen. Wow. Naja, was ich eingebaut habe in diesen schwarzen Kasten, das sieht man tatsächlich unterm Stream. Ja, deswegen tot. Alexstrasza Leben. Ysera Traum. Maligos Magie. Und der Zeitdrachen, Name vergessen. Ja, der war der Goldene, ne? Ah, da gibt's noch einen Blauen. Wo geht ihr hin? Da war doch Kalegos. Der war nicht der Zeitdrache, sondern der Orangene war der Zeitdrache. Und Blau hat er auch noch irgendwas. Ach, ich krieg's auch nicht mehr zusammen. Wo geht ihr hin? Da geht ihr hin. Okay. Genau, wir folgen ja. Ich wollte eigentlich rechts rum, aber irgendwie war das sinnlos. Maligos ist auch blau. Ja, Kalegos war auch blau. Ja, das ist alles. Die Drachenschwärme, ne? Das ist verwirrend. Das ist ziemlich verwirrend. Das ist die Windmühle? Er nennt es Windmühle. Naja, es mühlt vielleicht nicht, aber es windet. Finger weg von der Kitty. So, was haben wir hier? Alter Henkelkrug. Nur ohne Henkel. Er steckt einen Hinweiszettel in diesem leeren Henkelkrug. Ihr seid bei eurer Schatzsuche auf dem richtigen Weg. Und tatsächlich, ganz unten, fast am Boden des alten Henkelkrugs, aber nur fast, findet sich der nächste Hinweis auf Xanders Schatz. An manchen Stellen ist die Tinte verwischt und das Papier riecht nach Whisky, aber zum Teil kann man den Text noch lesen. Jetzt, wo ihr meinen alten Whiskykrug gefunden habt, habt ihr den Schatz schon so gut wie in der Tasche. Von der Flasche aus müsst ihr euch einfach nach Westen halten, runter zum Strand gehen und dann heißt es schwimmen. Schwimmt schnurstracks nach Westen, bis ihr an der Insel seid, wo meine Schatztruhe drauf ist. Ich habe das Gefühl, der Schatz wird nicht wirklich so ein toller Schatz sein. Ja, das Gefühl habe ich auch. Aber ein Schatz ist ein Schatz und muss geborgen werden. Dafür sind Schätze bekannt. So, gehen wir mal baden. Ich hoffe, ich gehe nicht unter. Ich habe schwere Rüstung an. Aber warte mal kurz. Ja?
Oh, da ist was zum Abbasteln. Moment. Was hast du da umgefunden? Ich komme den Berg nicht hoch. Kupfer! Was ist los, Kitty? Kräuters. Kräuter sind super. Unsere kleine Kräuterhexe hier. Gut, dann geht's jetzt ins Wasser. Im Wasser gibt es übrigens auch spezielle Kräuter, die es nur im Wasser zu finden gibt. Muss man die Augen offen halten. Ich sehe schon eins. Sehr gut. Und viel Spaß beim Planschen. Vielleicht solltest du absteigen. Wie suizidal das aussieht, wenn man einfach mit dem Pferd da runterrennt. Ja, ne? Gut, dann schwimmen wir mal. Gut, dass wir unseren Schildkrötenpanzer hier haben, ne? Ich glaube, er meint die Insel da vorne. Da vorne. Gut, hat keiner gesehen. Wie hilfreich. Nee. Gut, dann schwimmen wir mal. Die Katze unter Wasser, das sieht ja mega verzweifelt aus. Ja, ne? Ich hätte vielleicht nicht den 7 vom weißen Hai anmachen sollen. Warum? Das wirkt irgendwie bedrohlich. Ich will aus dem Wasser, ich will aus dem Wasser raus. Puh. Gerade noch geschafft. So. Not Dormu, The Timeless One. Alexstrasza, The Lifebinder. Ysera, The Dreamer. Maligos, The Spellweaver. Original Neltarion, deswegen The Earthwarder. Okay, alles klar. Also haben wir sie ja, die großen Aspekte. So, und da haben wir tatsächlich eine Schatztruhe. Warte, ich will mich hier nochmal kurz umgucken. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Nope, ein absolut sinnlos karger Felsen mit zwei Bäumen drauf. Na, es sind sogar mehr als zwei. Verschlossene Truhe. Der verlorene Schatz von Captain Sanders wartet. Die Scharniere der alten Truhe sind rostig, aber sie funktionieren noch. Ihr brecht die Truhe auf und nehmt die Beute heraus. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Es war Zeug drin. Captain Sanders Hemd, Captain Sanders Schärpe und Captain Sanders Beutetasche. Ich habe ehrlich gesagt sowas wie eine leere Flasche erwartet oder sowas. Also ist das eigentlich ja schon mehr, als ich gedacht hätte. Immerhin, es war auch ein Silberbarren dabei. Und jetzt ist das Inventar sehr voll. Ja, das machen wir gleich. Ich ziehe jetzt mal Captain Sanders Hemd an. Das sieht man natürlich gar nicht, weil ich gerade mein rotes Hemd ausgezogen habe. Moment, nimm mal die Eule aus meinem Gesicht. Und dann können wir mal gucken, wie Sanders Hemd aussieht. Ist natürlich blöd, weil ich einen Bart habe. Captain Sanders Hemd ist weiß. Naja, es war mal weiß. Sehr lecker. Aber die Schärpe ist ganz cool. Wie so. Sieht man das gar nicht? Hat das irgendwie keine Ärmel oder so? Genau, es hat keine Ärmel. Ah, okay. Der liebe Skeletonga hat gerade subscribed, das 9. Mal in Folge. Alter Schwede, Skeletonga, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen zurück zur Herde. Dreifacher Zipipmu für Skeletonga. 9 Monate Support, vielen, vielen, vielen Dank. Außerdem haben wir einen neuen Follower, der liebe Leonard224. So, dann können wir jetzt aber wirklich langsam zurückgehen. Nee, am Strand runter zur nächsten Quest. Genau, also ein bisschen Platz im Inventar habe ich noch, das reicht noch für die nächste Quest und dann gehe ich verkaufen. So. Dann mal wieder zurück. Oh, cool, sie kann rückwärts, nee, sie kann seitlich auf dem Rücken durch die Gegend schwimmen. Ja. Das sieht ein bisschen, das sieht aus, als ob sie gerade ertrinkt.
Seht nur ich das oder seht ihr das auch? Was? Wir sehen das auch. Okay. Da hinten. Ja, das sieht seltsam aus. Von oben sieht das traurig aus. Ich habe wieder das Verlangen, das Wasser zu verlassen. Ja, so geht's Zwergen immer, wenn sie schwimmen müssen. Ja, World of Warcraft braucht Boote. Oh, meine Eule kann unter Wasser schwimmen. Ja. Also fliegen. Eigentlich kann sie unter Wasser fliegen. Das kriegt die gut hin. Ist ja auch Hedwig. Bup. Gerade noch geschafft. Okay, dann mal raus hier. Hallo Burka, schön, dass du wieder da bist. Und wir spielen gerade World of Warcraft. Vielleicht stimmt es dich ein bisschen. Oder, ja, nett ein oder lenkt dich ein bisschen ab. Uns tut es jedenfalls. Erdwurzel. So, der liebe Mick1980 hat gerade das dritte Mal subscribed. Vielen, vielen Dank, lieber Mick, und herzlich willkommen in der Herde. Dreifacher Zippippen auf den lieben Mick. Und er schreibt, oh schön, dreifach. So. Was müssen wir jetzt machen? Findet Kapitän Grausohn beim Leuchtturm von Westphal in Westphal. Ja, wo auch sonst in Westphal. Warte, stopp. Lass mich raten, ist das Westphal? Wo ist Kitty hin? Ach, Kitty geht baden. Im Wasser. Kitty, du machst dir deine Robe nass. Du musst dich erst ausziehen. Bevor du ins Wasser gehst. Weil stell dir mal vor, ja, du hast da eine riesige Leinenrobe an. Springst ins Wasser. Was passiert dann? Den Stoff habe ich von meinem Heimatplanet mitgebracht, der ist wasserabweisend. Oh ja, das ist natürlich praktisch. Ach, diese verdammten Weltraumziegen. So, also weiter nach Süden. Hier ist erstaunlich wenig Musik, ne? Wo soll am Strand? Ach, Fischis. Wo soll am Strand die Musik herkommen? Weiß ich nicht, ich hätte gedacht, hier spielt Musik. Ich hab die Musik ausgemacht. Da hast du dein Mural. So, jetzt haben wir auch hier schöne Westphal-Musik. Das muss natürlich sein, Huch. Dann müssen wir nicht selber für Musik sorgen und meine Musikauswahl wäre da wahrscheinlich eher fürchterlich und unpassend als die schöne Musik in Westphal. Er hat Kupfer übersehen. Bei 312. Kapitalverbrechen. Ja. Oh, Brack. Wo ist Brack? Ich sehe ihn nicht. Was? Brack? Brack ist ein Rare-NPC, den man umhauen kann, aber ich sehe ihn leider nicht. Wo ist er? Der muss ja hier irgendwo sein. Wenn das im Chat stand, dann werden wir sicher an ihm vorbeigelaufen sein. Nee, der ist gerade eben das aufgetaucht. Das heißt, der muss hier vor uns irgendwo sein. Ja, aber woher siehst du das? Ich habe ein Addon drauf, was mich warnt, wenn so ein Vieh hier spawnt. Wo ist Brack? Den will ich töten. Vielleicht hier oben überall. Ich kann ihn halt auch noch nicht ins Ziel nehmen. Das heißt, er ist noch nicht da. Wo ist Brack? Gucken wir einfach mal auf die Karte. In der Karte steht's nicht. Habe ich die Legende aus? Da oben ist eine Hütte und eine Mine. Vielleicht ist er da. Der ist nicht drauf. Nee, das ist ein Murloc. Also wird der wahrscheinlich auf irgendeiner Insel hocken. Ist hier irgendwo eine Insel? Hier ist doch Brack. Hier vor dir. Rennt hier gerade weg. Was? Ah, da! Ja, den habe ich natürlich nicht gesehen. Den hauen wir um. Los! Lass sie nicht entkommen! Yeah. Die hat er jetzt nicht ausgehalten. Nee, aber der ist selten. Was war drin? Eine grüne Hose. Mit Intelligenz. Oh. Was war das eben gerade? Was? Hier war gerade eben ein großes, knallendes Geräusch. Egal.
Stoff mit Ausdauer. Ja, braucht die einer? Kitty, hast du schon eine Hose? Guck mal Kitty mal an. Das wäre sogar was für Kitty. Hier, Kitty, zieh die mal an. Die hat ein Int mehr als deine Hose jetzt. So. Da war Brack doch zu was nutze. Wir Ich frag müssen, mich. Boss, du musst nicht aufsteigen. Wir sind hier. Genau, wir müssen rüber. Warte mal, vielleicht kriege ich den Sprung hin, ohne dass ich zu sehr nass werde. Oh, Kitty ist aufgestiegen. Gratuliere. Juhu! Na, Boah, fast. 27, ich bin immer noch 25. Okay. Oh. Die Sache mit der Sonnenblume war die, ich wusste nicht, dass ich da so viel XP gleich kriege. Ach so. Hallo. Das ist ein Ja. Geist. Ja, dann lies mal vor, ist ein Mann. Ja. Erschreckt nicht, Zwerg. Ich bin seit langem auf diesem Land geschieden, aber ich habe nicht vor, euresgleichen Schaden zuzufügen. Ich habe in meinem Leben zu viel Tod gesehen. Mein einziger Wunsch ist der Frieden. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Okay. Ja, ich war auch einst aus Fleisch und Blut, genau wie ihr, mein Junge. Bis zu dem schicksalsträchtigen Tag, als die Murlocs den Leuchtturm angriffen. Du hast gegen Murlocs verloren? Oh, das würde ich aber niemand zu laut sagen. Oh, lustig. Jetzt kann ich gerade nicht lesen, weil Questziele hier davor ist. Erschreckt nicht, Zwerg. Ich bin seit langem. Das Achso. hast du gerade schon. Sehr gut. Dann muss ich jetzt die neue Quest annehmen. Ich muss mich jetzt an dieses Add-on Ja, ist ein bisschen gewöhnen. unübersichtlich am Anfang. Okay. Ah, hier. Ärger an der Küste, Bedrohung an der Küste. Die hat gleich drei Quests. Na, wir kommen hier bestimmt total bald weg. Ja, total bald. Kann ja nicht ahnen, dass es hier so viele Quests gibt. Ich habe das hier nie gemacht. Bewahrer der Flamme. Die Nacht, als der Leuchtturmwärter, was? Als die Leuchtturmwärter Familie starb, war schrecklich. Ich musste hilflos zusehen, während Trubauge, der Alte, den Angriff anführte. Aber die Vergangenheit lässt sich nicht ändern und meine Hauptsorge gilt jetzt den Leben der Seeleute auf dem großen Meer. Ihre Schiffe kommen den gefährlichen Felsen entlang der Küste oft zu nahe. Da niemand mehr das Leuchtfeuer aufpasst, fällt die Aufgabe jetzt mir zu. Das ist lustig, das machen die Murlocs öfters. Also, dass sie sich Leuchttürme greifen und dann auf ahnungslose Schiffe überspringen. Das habe ich schon des Öfteren gesehen in World of Warcraft. Helft mir, die Flamme am Leben zu halten, indem ihr Schluchtschlamm von den Schleim am rasenden Schlund im Nordosten bringt. Okay, das kriegen wir hin. Was haben wir hier noch? Ärger an der Küste. Die vielen Schiffswracks entlang der Küste sind euch ja vermutlich schon aufgefallen. Das große Meer ist überaus tückisch. Die Küsten von Westfall müssen freigehalten werden, damit die Seeleute sicher sind, wenn sie unsere Ufer erreichen. Aber die Murlocs sind ein Problem. Tötet Gezeitenjäger und Orakel, dann sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Okay. Und dann haben wir noch einen. Bedrohung an der Küste. Doch, das hat noch nicht, ne? Das ist verwirrend hier. Als ich auf dem Felsen mein Leben aushauchte, hatte ich keine Ahnung, was das Leben nach dem Tode für mich bereithalten würde. In jener Nacht war der Leuchtturm erloschen, weil Trübauge der Alte die Familie des Leuchtturmwärters vertrieben hatte. Die Familie kehrte zurück und zündete die Flamme wieder an. Doch Trübauge brachte die schwächeren Murlocs dazu, den Leuchtturm noch einmal mit ihm zusammen anzugreifen. Beim zweiten Mal hatte die Familie nicht so viel Glück. Vor meinen Augen starben sie alle, ohne sich wehren zu können. In jener Nacht. Ja, ziemlich brutal hier. Töte Trübauge, mein Gott, Trübauge, ne? Trübauge. Ja, der heißt Trübauge. Okay, den Alten, wenn ihr ihn am Ufer seht, und bringt mir eine seiner Schuppen, dann werdet ihr eine Belohnung erhalten. Sag einfach der Alte. Tötet den Trübauge. Alten. Nee, Trübauge kriegen wir schon hin. Okay, also, ne? Schleim sammeln, Murloc-Viecher umhauen und Trübauge töten. Das kriegen wir hin, denn das Geist ist glücklich. Ist hier noch irgendwas? Ich möchte mich hier nochmal kurz umsehen. Weißt du, du findest irgendwo an irgendeiner Brücke hier im Elfenhain oder wie es heißt, irgendwelche Soldaten. Aber hier, wo es wichtig wäre, an einem Leuchtturm, da ist kein einziger. Also die Allianz hat Prioritäten, ne? Das ist unglaublich. Ich finde es schade, dass man nicht in alle Gebäude rein kann. Naja. Aber ich glaube, da gibt es kein Spiel, wo das geht. Außer Minecraft. Skyrim?
Auch nicht. Und doch, man kommt in dieses Gebäude rein. Bist du sicher? Stimmt, da wo man nicht reinkommt. Oh, das war Trübauge. Irgendjemand hat gerade Trübauge umgenietet. Ach, oh, der stand hier so rum. Ja, dann ist er jetzt hin. Ich finde es interessant, dass die Boss-Gegner, zumindest die Quest-Gegenstände, nicht wenigstens ein bisschen stärker sind. Das war früher der Fall, da haben sich viele drüber aufgeregt. Da gab es zum Beispiel eine Quest für Allianzler in Terrens Mühle. Die führte zu einem Friedhof. Dummerweise hatten die Hortler ebenfalls eine Quest auf diesem Friedhof. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, der hatte den, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, wie hieß der? Da musstest du jedenfalls jemanden wiedererwecken und der wurde dann zu einem Elite mit unsagbar viel Hitpoints. Und der hat dann jeden Allianzler über den Haufen und Jordan geschickt, der da vorbeikam wegen der einen Quest. Das war lustig. Klingt nicht lustig. Ja, deswegen. Früher haben sie das rausgenommen. Sowas gibt es heutzutage leider nicht mehr. Doch, im neuen Add-on hast du öfters mal so einen Elite-Riesen, der dich einfach mal mitten beim Questen zerstampft. Das ist auch nicht so lustig. So, jetzt brauchen wir noch Schlaben. Ja, aber wir können das erstmal abgeben, weil für das andere müssen wir wieder zurück. Müssen wir das sowieso? Oder nicht? Ja, aber nee, aber die Quest können wir bei ihm jetzt erstmal wieder abgeben. Weil... Na gut, dann gehen wir erstmal die Quest ab. Echt, Vekagor, Murdochs waren echt ein Problem. Lange Zeit die schlimmsten Gegner in WoW, zumindest für Neulinge. Ich werde nie mein erstes Zusammentreffen mit den Murdochs in Westfall vergessen. Grrrr. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so ein Problem sind. Ich glaube, mein erster Spieletod mit meinem Ork damals war an den Harpien. An den Harpien in wo war denn das? Durotada, die Ecke. So, nun... Wir geben mal Ärger an der Küste ab. Gut gemacht, Grimrag. Ihr habt jetzt ein ziemliches Talent für den Kampf. Dank euch ist die Küste Westfalls jetzt sicherer als zuvor. So, okay. Wir kriegen Belohnungen. So, und dann haben wir natürlich auch noch die Bedrohung an der Küste. Habt ihr der Bedrohung namens Trübauge schon den Garaus gemacht? Er ist jetzt gesehen worden, wie er an der Küste von Westfall herumstreifte. Kehrt zu mir zurück. Bla. So, abgeben. Also ist Trübauge, dieser garstige Heide, endlich tot. Gut gemacht, Grimrag. Durch eure Hand ist ein Leben beendet worden. Doch vielleicht wurden gerade durch diese Tat viele weitere Leben gerettet. So gefährlich das große Meer auch ist, diese Nacht wird es dank eurer heldenhaften Tat ein wenig sicherer sein. Er übertreibt ein bisschen, ne? Aber guck mal, es gibt eine Fackel. Nehmt die Fackel, ich kann es euch nur raten. Denn die Fackel werdet ihr irgendwann nochmal brauchen. Also nicht unbedingt brauchen, aber sie sieht cool aus und die kann man später transmoggen. Aber ich kann die Fackel nur statt meiner Armbrust nehmen und ich habe irgendwie lieber meine Armbrust statt eine Fackel. Ist die Armbrust dann besser als die, die du schon hast? Wie jetzt, was? Musst du mal gucken. Drück mal, wenn du mit der Maus auf der Armbrust, auf der Quest bist. Was? Welche Quest ist Armbrust? Was? Hast du die jetzt schon angenommen? Ich wollte gerade nur sagen, dass ich, wenn ich die Fackel auswähle, meine Armbrust verschwindet. Nee, ach so, ja, klar. Nee, es geht um was anderes. Das kannst du später transmoggen und du wirst mir noch dankbar sein, dass du die Fackel hast. Okay. Die Fackel kannst du gleich auch wieder verkaufen, die brauchst du nie wieder. Aber es geht darum, dass das dann in deiner Sammlung landet, wo du später dann andere Sachen über deine drüber ziehen kannst, also denen ein anderes Aussehen verpassen kannst. Und für andere Charaktere wirst du die Fackel eventuell nützlich finden. So, egal. Weil so viele leuchtende Dinge gibt es in World of Warcraft nicht, die man in der Hand halten kann. Aber wirklich dunkel war es bis jetzt auch noch an keinem Ort. Ja, das ist wahr. Das passiert auch nicht oft. Was ich ein bisschen schade finde. So, Schlamm sammeln. Yay. Und dann dürfen wir auch fast durch sein hier. Letzte Quest in Westfall. Dann haben wir es komplett durchgequestet. Nubia, bleib mal stehen. Kannst weiterlaufen. Z
zu Klassikerzeiten waren die in Westfalen im Norden in der Küste echt schlimm, wenn man nicht wusste, was einen erwartet hatte. Die haben Heiltränke geschluckt und haben immer noch Verstärkung gerufen. Du hast im Kampf gegen einen angefangen und nachher zwei ganze Dörfer ausradiert. War nicht so einfach am Anfang ohne Ausrüstung. Ja, das glaube ich. Also World of Warcraft war an sich zu Klassikzeiten, ne, 1 bis 60, vor 12 Jahren, 13 Jahren, war das wirklich ein komplett anderes Spiel. Das war nicht so einfach wie jetzt. Ne? Es war nicht so übersichtlich wie jetzt und es war absolut unbalanced. Ne? Manche Klassen haben gar keinen Schaden gemacht. Ich erinnere bloß an den Vergilter-Paladin. Oh Mann. Und andere haben zu viel gemacht. Ne, Warlock? Aber naja, die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Vorsicht, Loch. Ja, wir müssen noch da runter. Warte mal auf Kitty. Dann kann sie den hier gleich noch mitlooten. Mein allererster Charakter war ein Zwerg. Den hatte ich in der Alpha mal ausprobiert. Oder Beta, oder weiß ich nicht, was das war. Was es hier gerade so in Europa gab. Und später, als es dann rauskam, am 11. Februar 2004, bin mir nicht richtig sicher, aber irgendwann Februar 2004, stand ich dann morgens 9 Uhr bei Mediamarkt und hab mir dann direkt, nachdem ich das Spiel installiert hatte, einen Schaman erstellt, einen Ork-Schaman. Und der war auch lange Zeit mein Hauptcharakter. So, fertig. Genug Stamm gesammelt. Weißt du, was wir machen können? Was passiert, wenn wir in das blaue Ding reingehen? Weiß ich nicht. Versuch's. Tja. Neugierige Ziege. Gucken, was passiert. Neugierige Katze. Nix. Alles wird weiß. Was wir aber mal machen können, ist jetzt mal den Homestone zu nehmen. Okay. Jetzt ist wieder da. Nehmt mal den Homestone. Warum? Weil wir dann näher am Ziel sind. Hä, wir sind doch jetzt näher am Ziel. Nein. Naja, geht. Ich dachte, der Vergelter-Paladin wurde erst mit BC angepatcht. Nein, die gab es schon vorher. Es gab für alle Klassen drei Bäume. Und den gab es tatsächlich vorher, aber der war nur zum Buffen da. Den haben die echt nur mitgenommen zum Buffen. Weil das einzig Sinnvolle war damals tatsächlich der Heiler. Und nicht mal die Tanks wurden zu Paladin. Weil die Tanks irgendwann OOM gegangen sind, also out of mana. Und dann waren sie sinnlos. Das war richtig schlimm. Also Paladine waren damals echt nicht lustig. Nee, Mike, wir spielen jetzt WoW und nachher WoWs. Genau. Damals war einiges besser, weil ich, weil ein Teil auch einfach Mist war und dadurch bessere Sachen einen übertrieben gut vorkamen. Ja, ich sag mal so, anders. Früher war es eine komplett andere Community, früher war es eine komplett andere Atmosphäre und natürlich auch, die Leute waren noch nett zueinander, ne? Haben sich überall geholfen, wie auch immer. Das ist heutzutage natürlich vorbei. Heutzutage kennt jeder das Internet, jeder weiß alles, jeder kennt alles und jeder hat keine Lust auf andere Menschen. Kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen, mir geht's auch ähnlich so. Aber es hat viel von der Community eingebüßt. Also das Classic WoW war wegen der Community gut, nicht wegen dem Spiel, das Spiel war nicht so dolle. Es war zwar das Beste auf dem Markt, aber verglichen zu heute ist es was ganz anderes gewesen und würde wahrscheinlich heute keinen mehr fesseln. Nicht mal ansatzweise. Bisher habe ich hier noch niemanden nicht Nettes gesehen. Ja, das ist wahr. Hier auf dem Server ist es ganz nett, weil es... Aber es gibt halt auch andere Server. Wenn du manche Raids erlebt hast, wie die sich da gegenseitig anschreien und niedermachen oder Mobbing, muss man auf Reddit gehen. Das ist richtig schlimm, ne? Du wirst dir alles erzählen. Sogar außerhalb von dem Charakter und dem... mit der Sache, dass hier die Leute sich sowieso alle schon kennen, weil wegen Gilde und die Herde und so, habe ich ja mit meinem einen Char auch mal alleine gequestet mit meiner Nachtelfe und da habe ich tatsächlich jemanden getroffen, der mich nach einer Quest gefragt hat, wie er damit vorfahren soll und das war super nett alles und keine Ahnung, also alles total freundlich. Es gibt mittlerweile ja T-Shirts, WoW-Klassikzeiten, I Survived the Brachland-Chat, also, ne?
Im Brachland damals war das Startgebiet der Horde und wer diesen Chat gesehen hat, der weiß, was ich meine. Der war voll von schrägen Zeug. So. Dann können wir jetzt endlich die letzte Quest abgeben, hoffe ich. Das Feuer wird ohne Schlamm nicht mehr sehr lange brennen. Früher haben wir Öl benutzt, aber das war schwer zu beschaffen. Ja, das wird jetzt für den Krieg benutzt. Ich muss euch für euren Mut loben, Paladin. Die Felsen an der Küste Westfalls werden dank eurer harten Arbeit beleuchtet sein. Solange das Feuer brennt, werden viele Leben verschont bleiben. Mein Tod an diesem Strand war unnötig. Meine Aufgabe im Jenseits ist es, dafür zu sorgen, dass niemand den gleichen Schicksal erliegt. Und wir können einen Heiltrank auswählen. Und das war's. Hey, wir sind durch. Westfall ist fertig. Yay. Inventar ist voll. Dann schmeiß irgendwas raus. Irgendwas Graues. Oder Milch, falls du Milch hast. Apropos. Ich hatte Schleimtropfen. Ja. Wir trinken darauf jetzt erstmal ein schönes Glas Milch. Weil es ja noch vor 18 Uhr. Ah. Immer noch voll. So, ich esse jetzt die Bananen. Jetzt müssten wir eigentlich irgendwo verkaufen gehen. Ich weiß nicht, wo der nächste Verkäufer ist. Ich schätze mal Mondbruch. Würde ich sagen, gehen wir dahin und dann verkaufen wir mal Krimskrams. Ja, ich würde sagen, wenn wir jetzt unseren Ruhestein benutzen könnten, ne? Wie viel Abklingzeit hat er noch? Müsste doch eigentlich fertig sein, oder? Ich weiß nicht, wie lange hat der Abklingzeit? Noch 10 Minuten. 12 Minuten, okay. Ja, gut, dann müssen wir halt laufen. Ja, mein Gott. Ich warte da auf euch. Was? Ich habe meinen Ruhestein nicht benutzt. Ah, wie gemein. Ich habe doch gesagt, das ist näher dran, wo wir waren. Ist doch egal. Gut, dann sehen wir halt noch ein bisschen was von der Welt, falls ich hier jemals wieder hochkomme. Gut, aber wir gehen nach Mondbruch und verkaufen da Kitty. Ein Goldhain auf richtigen RP-Servern musste man auch meinen, zumindest wenn man nicht ins Rotlicht wollte. Ja, das stimmt. Da waren teilweise echt schräge Sachen. Was? Ja. Das klingt irgendwie nach Xbox-Community. Ja, das waren wahrscheinlich dieselben Leute. Na, wenn ich das richtig verstehe, dann sind es auch solche Leute wie... Du kriegst Seid vom, gegrüßt. Du schenkst mir hier so und so viel Gold und dafür schenke ich dir ein Bild. Garantiert. Aber ihr Frauen könnt ja wahrscheinlich ein Lied von singen. Eigentlich nicht, ich nicht, ne. Oh, schade. Egal, weg damit, braucht kein Zweihandschwert. Nee, ich hab ein blaues Beute. Schild. Ein blaues Schild? Seelengebunden? Ja. Schade. Gibt's auch nicht Seelengebunden? Bei mir steht überall Seelengebunden. Dann kannst du es halt verkaufen oder... verschenken oder wie auch immer. Achso, seelengebunden und wird beim Anlegen gebunden, ist dann quasi genau. Das, was man weggeben kann. Ja, genau. Du darfst es halt nur nicht anlegen. Okay. Bin fertig mit Verkaufen. So, dann würde ich sagen, suchen wir jetzt mal zwei Leute und werden mal ein paar Instanzen machen. Wir suchen Leute, die mindestens 25 sind. Wieso seid ihr alle so 27? Das ist ja schon krass. Hey, ich bin auch 25. Ja, Kitty schon 27. Ich wusste nicht, dass es so viel XP für die Pflanze gibt. Wie hast du die eigentlich gefunden? Einer aus der Herde hat mich gefragt, ob ich auch so eine Sonnenblume möchte. Da hat er mir die Quest gezeigt. Ah. Ja, da spielt nämlich Zombies, Pflanzen vs. Zombies. Und kann dann die spielen. Benutzen erhöht 30 Minuten lang die Intelligenz des Ziels um 3. Genau, das waren früher Buffs, heutzutage gibt es das nicht mehr, aber die Rollen sind noch übrig hier im Low-Tier. Ja, ich habe einmal für Ausdauer und einmal für Intelligenz. Kannst du verkaufen.
Oh Gott, das klingt creepy. Die guckt auch creepy. Die ist lustig, oder? Kennst du nicht Pflanzen vs. Zombies? Doch, doch, kenne ich. Also habe ich schon mal gehört. Die sieht doch total lieb aus. Oh, Finsterwinkel zurück. Und ja, dann suchen wir jetzt mal zwei Leute. Und zwar am besten kein Paladin, kein Priester und kein Jäger. Ein Schurke wäre gut. Oder ein Druide, der Katze spielt. Das geht auch. Irgendwas, was uns nicht reinwürfelt. Was haben wir noch? Können wir erstmal gucken, ob irgendjemand online ist. So. Anfang oh, diese übertrieben großen Viecher, ey. So, sortieren wir mal. Also, wir hätten hier Ure wieder. Wir hätten Gary Baldo, den nehmen wir mal mit. So. Dann. Oh, schade, dass wir keinen Schurken haben. Aber Ure können wir wieder mitnehmen, den hatten wir letztens auch dabei. Und dann sind wir schon voll. Na gut. Die haben beide das gleiche Bildchen bei mir links. Ja, weil sie gerade nicht da sind. Da wird man automatisch zum Nachtelfen? Schätze ja, weil dein Bild genommen wird oder Kitty-Bild oder. Nee. Wir haben keine Nachtelfe dabei, keine Ahnung. Aber die nicht. Sind doch bei dir auch männliche Nachtelfen. Achso, das sind oder? Nachtelfen. Achso. Ah, deshalb. Beides Nachtelfen. Gut, dann würde ich sagen, geht's mal ab zu den Instanzen. Also zuallererst mal. Wo ist denn hier der Dungeon Browser? Kitty, hast du genug Platz im Inventar? Weil das wird jetzt ein bisschen eine Weile dauern. Denn die Stufe von Kitty City ist so hoch für Burg Schattenfang. Das heißt, wir müssen laufen. Ach du Scheiße. Ja, okay, dann machen wir das zuerst. Wie kommen wir von hier nach Terrence Mühle? Na, wo ist Burg Schattenfang? Das war erstmal auf dem anderen Kontinent, ne? Dann war das hier oben irgendwo. Silberwald. Genau, da. Wie kommen wir von hier in den Silberwald? Weiß das einer? Also ich habe zwei leere Taschen, ist das okay? Ja, sollte reichen. Wir können auch zwischendurch bestimmt auch irgendwo verkaufen dann mal. Ja, das wird jetzt aber eher eine lange Reise, ne? Ja, ist okay. Dann sehen wir mal was von der Welt. Ein Sturmwind am Eingang. Ach nee, das hast du geschrieben. Nee, wie kommen wir jetzt also rüber? Erstmal, wir müssen. Ich kenne die ganzen Routen nicht. Das ist jetzt natürlich blöd. Dann mache ich auch eine Katze. So, mit dem Schiff von SW nach Menethil und dann laufen. Lange laufen. Moment, Menethil war hier oben, oder? wo ist Menethil? Wo? Hier, Dunmorok. Da, irgendwo. Oder war der hier? Wo müssen wir nochmal hin? Menethil ist doch Ödland, oder? Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lange her. Erstmal müssen wir nach Sturmwind. Also erstmal fliegen wir nach Sturmwind. Okay. Hallo? Man sieht sich. Lystra, mit dem Sanddrachen kann ich euch auch fliegen. Ja, uns aber nicht alle gleichzeitig. Ne? Das müsstest du dann halt immer einzeln machen. Aber wir laufen da jetzt hin, dann sehen wir mal ein bisschen was von der Welt. Das ist schon ziemlich cool. Menethil ist im Sumpfland, genau. Sumpfland. Wo zum Teufel ist hier das Sumpfland? Das war doch hier oben. Da irgendwo. Ist es, in der Mitte. In der Mitte, da, okay. Oh, dann ist es ja gar nicht so weit. Das wird lustig, das wird eine schöne Reise. Nein, wir spielen nicht auf einem Privatserver, wir spielen schon auf den richtigen. Wir sind auf Blackhand. Es gibt Privatserver? Ich weiß es nicht. Früher gab es sowas, aber die waren alle Blödsinn und sind dauernd abgestürzt und einfach spielt das Originalspiel ist besser. Es gibt noch ein Magierportal zum alten Dalaran. Ja, aber dafür müsste man das neue Dalaran. Und das ist im Moment nicht zu machen.
Also, wir laufen. Wir machen jetzt keinen Umweg. Wir nehmen wirklich den Weg jetzt dahin in Kauf. Dann sehen wir ein bisschen was von der Welt. Und Nubia und Kitty, ihr dürft ja nicht vergessen, ne? Ihr alle kennt ja World of Warcraft. Also die, die zumindest zuschauen, die hier in der Gilde sind, ihr habt das alle schon tausendmal gesehen. Kitty und Nubia haben das noch nie gesehen. Noch gar nicht. Nicht einmal. Deswegen. Den Kontinent hier nicht so wirklich, ne? Genau, deswegen wollen wir so viel wie möglich sehen. Den normalen Eingang von Sturmwind fand ich auch viel epischer als wir, also statt das Reinfliegen. Ja. Früher sind die auch durch das Tor geflogen oder so, zumindest war mir so. Aber das ist heute irgendwie nicht mehr so. Oh, ja, stimmt. Magier können natürlich auch nach. Egal. Machen wir jetzt aber nicht. Wir nehmen das in Kauf und schwimmen jetzt. Wir müssen an den Hafen. Dem Falschen hinterhergerannt. Einfach geradeaus. Immer geradeaus, bis du beim Hafen bist. Jetzt muss ich nur noch das richtige Schiffchen finden. Minitier war ganz rechts. Nee, ganz rechts war Nordend. Also irgendwo links. Werden wir schon finden. Irgendeiner von denen wird es uns sehr beschätzen. Ich finde das super, dass ihr jetzt überall Weihnachtsdeko hängt. Ja, da gibt es auch ein Fest zu. Das zeige ich euch demnächst mal. Moment, das ist nicht der Hafen. Eins weiter. Du musst den Kontinent nicht verlassen. Ich will aber den Kontinent verlassen. Wie gesagt, wir wollen ein bisschen was von der Welt sehen. Und wenn wir schon hier sind, dann machen wir auch mal ein paar epische Reisen. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen. Warte mal, wir haben Kitty verloren. Dann kann ich vielleicht ein bisschen was zu den Gebieten sagen, die wir so finden. Die müssen den Dungeon Browser entfernen. Echt? Hab gerade so ein altes Feeling, weil die zur Innie laufen müssen. Ja, das ist wirklich wahr. Früher musste man laufen. Heutzutage muss man das alles nicht mehr machen. Viele Spieler tatsächlich kennen keinen einzigen Eingang zu einem Dungeon. Das ist heutzutage out. Aber egal. Wir werden die Burg Schattenfang finden. Und wir werden dahin laufen. Und wir werden dann auch eine epische Story vielleicht dazu erleben. Mal gucken. Und jetzt müssen wir nur noch den richtigen Anlegeplatz finden. Ich weiß gar nicht, wo es hier nach Minitier ging. Jetzt müssen wir fragen. Das ist zu lange her. Ich glaube, das Schiff ist es. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, das ist doch das Elfenschiff. Das hier müsste das Elfenschiff sein, ne? Genau. Weil hier stehen ja die ganzen Elfensachen und ich frage sie trotzdem mal. Ich bin ganz Ohr. Ruteran, genau. Lebt wohl. Okay, also Ruteran ist falsch. Da wollen wir nicht hin. Ja, da sind wir beim letzten Mal mitgefahren. Genau. Jetzt klappern wir jetzt einfach mal ab. Keine Spoiler im Chat, jetzt würde ich es selber rausfinden. Oh, hier geht's nicht. Nicht ins Wasser fallen. So. Das hier ist ins Neue, ne? Was kann ich für euch tun? Braucht ihr Anwalt? Nee. Also hier geht's ins neue Gebiet, da wollen wir auch nicht hin. Gibt kein Schiff mehr am Ventil, schreiben sie im Chat. Gibt nicht. Arg! Das fuhr früher von Oberdin aus. Wie kommen wir nach Oberdin? Wie komme ich denn jetzt in den verdammten Kontinent? Helft mir! Gott, auf nichts kann man sich hier mehr verlassen. Phoenix schreibt, das Schiff fuhr früher von Oberdin aus, aber heute gibt es das nicht mehr. Ja, weil Oberdin weg ist. Stimmt, da war was. Die Zuversicht sagt mir ja auch nicht mehr, wo es lang geht. Und der da geht nach Nordend. Warum sind denn hier rote Leute? Von IF aus laufen. Das wäre eine Idee. Doch, lass uns das machen. Okay. Wir gehen zur Tiefenbahn. War das nicht in bei den... Ah, das waren die Zwerge. Yep. Oh. Stimmt, wir sind ja schon auf dem anderen Kontinent. Ich war ja die ganze Zeit bei Urgrimmar gerade. Ja, ihr merkt schon, ne? Ich habe eine Weile lang Horde gespielt. Wir müssen gar nicht den Kontinent wechseln. Ja, jetzt habe ich es gerafft. Weißt du, wenn du 5 Jahre am Stück oder 6 Jahre da nur Horde spielst, dann bist du die ganze Zeit auf Kalimdor, nicht auf Azeroth mit dem Hürden. Ja, und alles andere ist fremd. Aber hier ist es genau andersrum. Ja, das war mein Fail. Naja, passiert. Jetzt habt ihr beide die Katze, die auf dem Besen rumfliegt. Ja, Finsterwinkel. Seid doch mal kreativ. Kreativ. Moment. Da finden wir was.
Finsterwinkel war meine kreative Katze. Kitty hat sie mir geklaut. Kriegt man sowas eigentlich her? Ach, das findest du unterwegs. Die hat mir eine geschenkt. Ich habe noch nie ein Haustier gefunden. Wie wär's damit? Obwohl, das wäre ein bisschen zu nah an deinem, ne? Ist das eine Fledermaus? Phoenix-Küken. Was ist das denn? Der ist knuffig. Der Flamme. Ich nehme jetzt den hier. Grago. Grago, was ist das? Was ist das denn? Aber es hat eine Lampe, also gefällt es mir. So, wir müssen zur Tiefenbahn. Oh, irgendwie sind wir hier falsch. Tut mir leid. Ich bin nicht so auf der Stufe. Ach, einmal mit ja, mein Gott. Das war jetzt durch. Hilfe, endlich da. Ja, so ungefähr, ne? Dass Männer auch nie die Karte benutzen wollen. Ich habe die Karte benutzt, ich habe sie nur falsch gelesen. Aber das geben sie nicht zu. Doch, ich schon. Ich bin ja nicht so. Ich komme in den Chat gar nicht mehr. Oh, ich glaube, ich bin falsch abgewogen, ne? Ne, yep. Geht. Irgendwo geht, hier. Alles gut. Okay, das geht hier. Hä? Was? Okay, heute fahren wir mal mit der Bahn. Wir laufen nicht, wir fahren. Sehr viel angenehmer. Das wäre super, ansonsten muss ich mich einfach nicht ranheften und dann läufst du und ich... Schmier dich irgendwo ab. Warte, nein. Du musst nicht wieder unten anlaufen. Ja. Und jetzt einfach warten, bis die kommen, oder? Jetzt müssen wir warten. Aber Grago ist schon ein bisschen hässlich. Ist Kitty gerade runtergefallen? Nein. Doch. Kitty. Nein. Das ist jetzt schlecht, weil jetzt kommt die Bahn. Ist doch wieder da. Alles gut. Moin Moin, ich bin der Reiseleiter. Ach, Garibaldo ist schon da. Mal gucken, was können wir denn hier noch so für Vieh? So offen ist das? Ist das ein bisschen gefährlich? Tja, das haben Gnome gebaut, was willst du erwarten? Nehmen wir Nüsschen. Ey, da ist Loch Ness Ding Nessie wieder. Die ist überall. Was, Nüsschen? Nüsschen. Eichhörnchen was? Ja. Ja, bei den Goblins würde es bis zur nächsten Explosion halten. So ungefähr, ne? Das ist bei denen Evolution. Ding, ding. Nächster halt Ironforge. Es gibt auch irgendwie Pets, die beschmeißen dich mit Dingen. Das ist lustig. So, okay. Ironforge. Ja, genau. Nüsschen ist so ein Ding. Der hat mich gerade mit einer Nuss beworfen. Okay. Ich will dir nur schenken. Ja, glaub auch. So, okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt von hier aus rauslaufen. Wo wir lang müssen. Das werden wir alles rausfinden, ne? Wir waren ja alle noch nicht hier. Oh Mann, eine epische Reise bis zur Burg Schattenfang. Und das nur, weil einer von uns zu groß ist. Dann sieht man mal was von der Welt. Das ist viel cooler. Hey, dein Pony brennt! Hab ich euch noch irgendwo hinter mir? Ja. Was? Okay.
Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch bei Garibaldo einsteigen. Der müsste zwei Plätze frei haben. So, also auf jeden Fall sind wir jetzt in Dunmorok, in der Nähe, also in der Heimat der Zwerge. Hier fühle ich mich wohl. Der hat mich schon wieder mit einer Nuss beworfen. Jetzt bin ich bewusstlos auf meinem Löwen, na danke. Ich glaube, der mag dich nicht so. Das Gefühl habe ich irgendwie auch. Nüsschen, wenn du mich nochmal mit einer Maus, mit einer Nuss bewirfst, dann wechsle ich dich aus gegen den Schneehasen. Nee, kannst du nicht, weil... Weil? Weil der Schneehase schon mitläuft. Das ist dann doof, wenn ihr beide das gleiche nehmt. Ach, ihr habt auch schon einen Schneehase. Nee, ich hab keinen. Ach nee, glaube ich, ich hab, glaube ich, auch einen, aber keine Ahnung. Oh, der rennt hier einfach so rum. Berghase. Kostenfreie Studentenfutter, so ungefähr. So. Ich mag die Schneegegenden von World of Warcraft. Gibt es viel zu wenige. Gut, es gibt einen ganzen Schneekontinent. Gut, aber da kommen wir noch nicht hin. Das ist erst später der Fall. Schnee ist viel besser als Wüste. Wieder Tipp im Chat. Denk dran, die Flugpunkte einzunehmen. Ja, das machen wir mal. Vorsicht, wir drehen mal kurz ab. Wir holen uns mal einen Flugpunkt. Das ist eine gute Idee. Dann macht das Ganze hier auch Sinn. Ich hatte neulich ein Stinktier angeklickt und es hatte mich angepupst. Okay. Was es nicht alles gibt. Ich glaube aber, den hier brauchen wir nicht holen. Ich glaube, den haben wir alle, aber werden wir gleich sehen. Ich glaube auch. So eine Reise, wie wir jetzt machen, haben wir früher mit Level 1 gemacht. Also das sollte nicht das Problem sein, dass wir das hier mit Level 25 und 27 machen. So, wo ist denn hier der Flugpunkt? Der Reitermeister. Der war doch hier irgendwo. Sieht irgendwie. Ja, er hier. Ach da, ja. Nehmen den Vögel. Den hatten wir schon. Ich bin ganz Ohr. Gut, okay. Wollte nur sicher gehen. Ah, jetzt reicht's mir. Du wirst ausgewechselt. Übel rüber. Oh, ist die süß. Ja, ne? Ja, ich spiele ohne Level-Equip. So, weiter geht's. Weil was bringt's mir, wenn ich 10 Level voraus bin? Der ist ja niedlich hier, guck mal. Ein kleiner Schnee, irgendwas. Schneejunges heißt das. Wo bist du denn? Ich bin stehen geblieben, um mich mir das Ding anzugucken. Ja, den könntest du theoretisch fangen. Süß der ist. Also, wenn du Haustiere hast, kannst du sie in den Kampf schicken und dann kannst du dir das Vieh einfangen. Und so kannst du dir neue Pets besorgen, ohne zu wissen, dass sie irgendwo droppen oder was weiß ich. Wenn es draußen im RL nicht weihnachtlich ist, dann ist es wenigstens Ingame-weiß. Ja, finde ich auch. Ich mag das, zur Weihnachtszeit hier durch die Gegend zu reiten. Wenn nicht dauernd überall diese fiesen, doofen Wölfe wären, wäre das super. So, wir haben aber unseren Reiseleiter verloren. Ja, ich glaube, die haben zu spät gemerkt, dass wir abgedreht sind. Tja, wenn wir einfach unserer Nase nachlaufen, wir werden schon irgendwo ankommen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Er wird vorne auf uns warten. Aber man sieht den Punkt, wo er ist. Genau. Ja, man darf ja nicht vergessen, ne? In Classic hat man ab Level 20 kein Reittier gehabt. Man musste bis Level 40 warten und es war eine einzige Qual bis dahin. Und die Dinger haben damals sau viel Geld gekostet und keiner von uns hatte so viel Geld. Was bedeutet, ja, man musste dann auch meistens noch bis Level 60 laufen. Oh Mann. Was diese Pferde damals an Geld gekostet haben, das war irre.
So, hier vorne ist aber ein Flugpunkt, den haben wir, glaube ich, noch nicht. Wo soll es hingehen? Wir fahren zur Burg Schattenfang. Wir laufen. Alles, wo ich nicht selber meine kleinen Füße bewegen muss, ist fahren. So, hier unten müsste es jetzt einen Flugpunkt geben. Irgendwo. Da oben. Oder auch nicht. Ah, hier, der hier. Aber den hatten wir anscheinend auch schon. Nein. Lust auf ein Glas. Nee, ich war hier noch nicht. Gut zu wissen. Aber wo ist denn der? Hier, direkt bei Kitty und mir. Aber der hat kein grünes Ausrufezeichen. Also entweder kriegt man die Dinger jetzt automatisch. Hä? Aber ich war hier noch nie. Ja, ich weiß nicht. Also vielleicht in der Startregion, dass die automatisch in deinem Gedächtnis verankert werden. Zacka, hat sich vieles verändert. So, wir haben einen neuen Subscriber. Etawolf hat das 12. Mal in Folge subscribed, also ein Jahr voll gemacht. Er schreibt, hey Mu, ich liebe dich. Vielen lieben Dank, lieber Etawolf. Und schön, dass du da bist. Dreifaches Sippippen auf Etawolf. 12 Monate, alter Schwede. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hab gedacht, hier läuft so eine Spinne, aber dabei sind das drei Zwerge. Weil ich nur ganz viele Beine hab krabbeln sehen. Blühende Fantasie bei Nubia. Das ist so schon eingebrannt, weißt du? Ich sehe überall gleich Spinnen. Das Paladin-Tier musste man früher auch noch erquesten, das vom Hexer auch. Ich habe die Quest vom Paladin gesehen, ja. Geh da hin, klick drauf, fertig. Das war nicht so schön. So, jetzt gibt es hier zwei Wege. Wir gehen einfach mal ihm hier nach. Ist verschwunden. Ja, er taucht wieder auf. Bei mir ist er noch da. Echt, bei mir ist er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen und dann unsichtbar geworden. Ja, weil du nur noch eine bestimmte Renderdistanz hast. Das war ich bin auch noch genau daneben gewesen fast. Oder dieses Phasing hat wieder zugeschlagen. So. Achso, warte mal, hier mussten wir irgendwo auch eine Quest abgeben. Wenn wir schon mal hier sind, können wir hier auch gleich eine Quest abgeben. Genau, da im Norden. Ah, okay. Wir müssen keine neue annehmen, aber wir können sie wenigstens abgeben, dann ist sie raus aus dem Inventar. Was haltet ihr davon? Okay. Oh, hier wackelt. Kann man machen. Hier rieselt's. Und herbstlicher Wald. Yep. Jetzt kommen wir auch runter ins Tal, raus aus dem Gebirge. Das Tal der Könige. Sollte das nicht in Ägypten liegen? Sowas gibt es hier übrigens auch. Sowas Ägyptenartiges, nennt sich Uldum. Werden wir vielleicht noch sehen. Links wäre schneller gewesen. Ja, zur Quest auf jeden Fall. Aber egal, jetzt laufen wir direkt nach Norden. Aber hier vorne gibt es jetzt erstmal ein kleines Dorf, einen Flugpunkt. Und da können wir nochmal kurz ein Bier kippen, wenn ihr wollt. War eine lange Reise bisher. Und Zwergenbier ist das beste Bier. Der hier hat ein grünes Ausrufezeichen. So, ganz kurz, wir müssen erst in die Kneipe. Die Kneipe kennt man bei Zwergen immer in den Fässern. Und Zwergenkneipen sind die schönsten Kneipen. So, kommt mal rein in die gute Stube. So, Mädel. Nein, ich will keine Quest. Ich wollte nur was zu trinken. Sicher sein. Was geht ab? Wer verkauft denn hier was zu trinken? Man sieht sich. Magierlehrer, Schurkenlehrer, Gastwirt. Und der steht hier oben. Hallo? Guckst zu. Nun, zeigt mal eure Waren. Hier, die hat gemischt waren. Macht die das nicht? Ja, die kann natürlich auch was trinken. Der hat hier... Wieso hat der kein Bier? Der hier hat Bier. Oh. Sie, seid auf der Hut. Wieso hat sie Bier? Absolut, und Donnerbräulager. Ja, hallo. Sie hat Bier, aber er nicht, ne? Also, ist klar.
Und Holz. Ja, das Rapsodi-Malz, das wirst du später noch für die Quest hier brauchen. Aber wir holen uns jetzt erstmal hier Donnerbräu und dann geht's hier los. Man sieht sich. So. Dann auf eine gute Reise. Dieser Stuhl ist nur Deko oder so, keine Ahnung. Ja, da hinten ist noch ein Tisch. Hey. So. Ausgeruht. Jetzt habt ihr auch meine Zwergenkneipe gesehen. Sieht ja gut aus, oder? Die hat das in einem Schluck weggehauen. Ja, ne? Ich sag ja, ihr seid ausgelockt gewesen. Auf X. Habt ihr hier auch mal die Zieldinger gesehen? Muss mal die Küche angucken. Ja, die Küche ist super, oder? Ein ganzes Reh. Mit Fliegen. Ja, mein Gott, die gibt's gratis dazu. Oh, es geht runter. Ja, da unten ist der Bierkeller. Und andere Dinge. Ein Bett. Und Explosives. Ja, hier wohnt der Gastwirt. Gemütlich, oder? Kommt drauf an, was man unter gemütlich versteht. Ohne Tür. Also, noch mehr. Ich glaube wirklich, dass Türen im Spiel echt gut tun würden. Ja. Also, ich finde das gemütlich hier. Zwergenhäuser sind mit die gemütlichsten Häuser in ganz World of Warcraft. So, dann gehen wir jetzt mal wieder hoch. Weil wir haben ja noch ein bisschen was zu reisen und wir müssen ja noch die finstere Burg Schattenfang von ihrem Leid erlösen. Die haben hier Weihnachtssachen an. Ja. Kriegt ihr auch. Ich weiß noch nicht mehr wie, aber irgendwie ging's. Natürlich! Natürlich hat die Frau so gut wie nix an. Ja, geht. Hey. Hier die Zwergenfrau. Wo seid ihr? Hier draußen. Achso. Wie ging's nochmal raus? Oh, Garibaldo und. Seshirim, könnt ihr nicht auf irgendwas Dezenteres umsteigen? Weil sonst hat man die ganze Zeit nur euer Geflatter. Nein, und sie euer... Sie müssen auch zeigen, was sie haben. Ja. Das ist sowas von undezent. So, und Troubadour hat gerade eben Level 20 erreicht. In Eisenschmiede beim Altvater, genau. Geht das jetzt schon oder? Ich weiß es gar nicht mehr, ist zu lange her. Gab es den Kernhund nicht auch als Minipad? Ja, den gab es. Ich glaube, wenn man sich einen Authenticator zugelegt hat, ob Handy oder nicht. Oder halt dieses. Und was ein Authenticator? Ja, da musst du jedes Mal eine lange Zahl eintippen. Wenn du dich einloggst, schützt halt dein Account. So, hier oben links müssen wir jetzt was abgeben. Die Quest müsstet ihr auch haben. Vekragor schreibt, du kannst die mit /kiss einen Kuss zu werfen und bekommst dein Geschenk von den Personen, die eine Verkleidung anhaben. Aha. Also von den NPCs. Gut zu wissen. Wie geht's? Wenn wir mal drauf achten. Na, wenn das nicht ein junger wilder Paladin ist, den zweifellos Erzählungen über meine Taten auf dem Schlachtfeld hierher geführt haben. Ja. Leider ist keine Zeit für große Geschichten, denn es gilt, bedeutende Taten zu verbringen. Wenn ihr also auf Ruhm aus seid, dann ist euch das Glück heute hold. Nein, wir haben nur so eine Doppellieferung. Ihr seid den ganzen Weg von Sturmwind gekommen? Ich habe gehört, es wird da unten in den Menschenlanden dank herumlaufender Briganten und Orks etwas brenzlig. An einem solchen Ort kann ein Paladin sich perfekt beweisen. Yep. Aha, Grimra hat also endlich meine Axt geliefert. Ich kann es kaum erwarten, sie an einigen Trocks und Kobolden auszuprobieren. Vielen Dank, ihr habt für diese Lieferung eine weite Strecke zurückgelegt. Ihr habt ja ein paar Münzen für eure Bemühungen. Danke. 7 Silber, oh wow. So, dann mache ich hier zu. Mach's gut. Ich nehme keine neue Quest an. Dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Ist das hier live? Nein, alles aufgezeichnet. Ich wusste, dass du das sagen würdest, deswegen habe ich das jetzt mit aufgezeichnet. So, wo geht's hin? Wo kommen wir raus? Ich glaube beim Staudamm, oder? Yep.
Irgendwo hier gibt es einen Staudamm. Ah, hier lang. Sumpfland. Ach, jetzt kommen wir schon ins Sumpfland. Oh, das ging schneller als ich dachte. Haben wir nicht irgendwie Nubia verloren? Bin nee. Unterwegs. Doch, Nubia ist weg. So, weiter geht's. Quest, Quest, Quest. Ja, die ignorieren wir. Quests gibt's überall. Ich glaube, kein anderes Spiel hat so viele Quests wie World of Warcraft. Irgendjemand hat das, glaube ich, mal zusammengerechnet. Das dürfte sich so im Bereich der 10.000 oder so. Darauf basiert ja auch das Spiel. Wäre blöd, wenn es nicht genug Quests geben würde. Ja. Also egal, wo du hinkommst, du stolperst über Ausrufezeichen. Außer man braucht sie dann nicht. Nee, doch, dann auch. Nee, ich kann mich daran erinnern, dass wir öfters mal da standen, so, keine Folgequest? Ach so, ja, weil du zu groß warst und das dann nicht angezeigt wird, das ist wirklich blöd gemacht. Musste halt irgendwie die niederstufigen Quests anzeigen, aber ich weiß nicht, wie es im Original-Interface geht. Meine Liebe, war eine Option dazu. Weißt du, jedes Mal, wenn ich Garibaldo sehe, mit seinem tollen Schild und seinem Schwert hier, könnte ich mich ärgern, dass ich nicht eingeloggt habe, als dieser Film rauskam. Weil das gibt's nicht mehr, das Zeug. Finde ich sehr schade. So, da unten haben wir wieder einen Greifenreiter. So, niemand mit Kostüm. Okay, dann geht's weiter. Der Widder hier vorne heißt Schnucki. Ja, Schnucki ist super. Also früher sah das ja auch komplett anders aus. Da gab es hier Wasserfälle. Ach ja, die Zeiten sind vorbei. Globale Erwärmung? Nee, globaler Deathwing. Was? Der Drache. Fragt ob noch wer den Code dafür hat. Den gab es nicht, den gab es nur per Post. Also du hast dann die Materialien einfach per Post bekommen. Genau, hinter uns ist der kaputte Damm. Und der hat das ganze Gebiet hier ein bisschen verschandelt. So, aber wie man jetzt in den Silberwald kommt, habe ich keine Ahnung. Das werden wir rausfinden. Wir rennen einfach den anderen hinterher, die scheinen ja zu wissen, wo sie hin müssen. Von der Seite habe ich es tatsächlich noch nie gesehen. Und auch der Posten hier ist mir nicht bekannt. Also auch für mich. Das erste kannst Mal. Du mal sehen, Hasi? Ich zeig dir neue Wege. Ja. Das sieht ja alles so elfig aus, finde ich gut. Ja, es sind ja auch Nachtelfen. Sehr gut, finde ich super. Alles, was lila ist, sind Nachtelfen. Die haben sogar einen tanzenden Sumpfhüter, okay? Ich finde doch die Elfengebiete vom Aussehen her am schönsten. Echt? Ich finde die viel zu düster. Nee, ich finde die super. So bunte Wälder haben die. Die haben aber auch so Sumpfsachen. Die haben dunkle Sachen, helle Sachen. So abwechslungsreich und immer schön. Sieht ja schon ein bisschen kahl hier aus, ne? Ich finde das total entspannend, das Zirpen im Hintergrund und so. So, dann lesen wir mal wieder ein paar Follower vor. Sind jetzt nicht so viele, das ist bei World of Warcraft normal. Wir haben den lieben Mick in 1980. Ach nee, das war der Resubber. Ja, schon gefällt, super Mo. Der liebe Andi mit 44547 hinten dran. HMS-Unterstrich. Freaky Kixi, Hellfire 411, Kiuma Edits sind die neuesten Follower. Oh, neuer Flugpunkt. Dune Model.
Listra hat mir gerade geflüstert, Pandaria wird dir gefallen. Tatsächlich war ich da mit meiner Nachtelfe schon wegen meinem Mönchen. Da habe ich oben auf dem Gipfel irgendwelche Lehrer verdroschen. Ach ne, jetzt habe ich die Quest. Ich wollte nicht die Quest, dich wollte ich. Ja, Pandaria zumindest, das erste Levelgebiet war richtig toll. Danach ging es schlagartig bergab. So, jetzt sehen wir was richtig Cooles. Und zwar Zwergenwertarbeit. Naja, vielleicht sollte man davon nicht ausgehen. Aber es war mal Zwergenwertarbeit, okay? So, und dieses Gebiet hier ist ganz lustig. Das war eine Karte in Warcraft 2. Da hat man genau hier gekämpft. Und das haben sie hier in World of Warcraft wieder übernommen. Fand ich gut. So. Und jetzt kommen wir ins Aradi-Hochland. Oh, das kenne ich noch. Hier habe ich damals viel Zeit verbracht mit meinem Krieger, als ich Rang 14 gemacht habe. Weil hier war nämlich der Eingang zu einem der Schlachtfelder. Aradi-Hochland. Wieder so schön. Oh. Gibt ja auch eine Hauptstadt, zumindest von der Horde, nennt sich Hammerfell. Das kommt mir bekannt vor. Hier gibt's Dinos. Yep. Ja, Pandaria hat mir leider auch nicht gefallen. Das war mir zu asiatisch. Da bin ich kein Fan von. Also auf diesem Hügel da mit diesen Mönchlehrern habe ich mir ein bisschen wie bei Kung Fu Panda gefühlt. Ja genau, das ist so 1A diese Atmosphäre und das ist viel zu übertrieben. Und ich weiß nicht, viele Europäer mochten das nicht. War mal interessant, aber zu viel, zu doll, zu groß. Und Ich stelle mir das schön vor, aber ich mache doch die Filme. Ja, wie gesagt, mal ist es ja okay, aber das war halt so eine riesige Insel, wo du über 1,5 Jahre nicht runterkamst. Und irgendwann ist auch gut. Also mich hat es da vertrieben. Und dann habe ich auch leider das nächste Addon verpasst, was wirklich großartig gewesen sein soll. Aber das habe ich halt komplett verpasst, weil das war mir dann zu viel. Und dann dachte ich mir jetzt beim ganz Neuen, da steigen wir wieder ein. Um es mir nochmal anzugucken. Oh, leider wieder keine Gnome, die sich hier verkleidet haben. Na gut, machen wir es nachher in Ironforge. Ach, wir sind jetzt nur hier runtergelaufen wegen dem Punkt. Genau. Hier ist der Eingang zum Schlachtfeld Arati-Becken für die Allianz. Weiter im Norden, das ist der Horde. Ich finde das super, wie hier alle versuchen, den Hügel hochzukommen, es nicht schaffen. Ja, wir müssen mal auf die beiden Mädels warten. Damals haben sich die Leute von Blizzard noch Mühe gegeben beim Erstellen der Modelle und Karten, finde ich eigentlich. Da hat sich nicht viel getan. Also die Detailverliebtheit ist immer noch da, auch bei Pandaria. Die war wirklich gut, die war hübsch, aber das Setting und Thema hat mir nicht gefallen. Also da hat sich nie was verändert. Das ist immer noch auf dem höchsten Niveau, was World of Warcraft schon immer geprägt hat. Kaskar ist Stufe 40 geworden. Das Hochland ist heute ein vergessenes Questgebiet. Das stimmt. Hier questet keiner mehr. So. Ab hier geht's ins Hordegebiet weiter, weil hier leben die Untoten. Undercity würde ich euch gerne zeigen, ist aber nicht möglich, da werden wir einfach nur sterben. Irgendwie fehlt hier jemand. Ja, Nisna hat mir was gehandelt und wir müssen noch kurz warten. Erzbeier, das ist ganz offensichtlich nicht Civilization 6. Ich habe vergessen, den Befehl zu ändern. Wir haben den Menschen verloren. Okay, Nissen hat mir gerade
rote Winterkleidung gegeben und hat gesagt, wenn ich jetzt noch Kappe und Schuhe finde, verwandle ich mich. Tja, müssen wir ja, das Käppchen, das droppt bei Bossen, glaube ich, ne? Grüne und rote Wintermützen droppen bei Bossen in Instanzen. Ich weiß allerdings nicht, welche Instanzen. So, dann mal los. Also, Wrath of the Lich King fand ich eines der besten Addons überhaupt. Das hat mir mehr Spaß gemacht als Burning Crusade. Und da bin ich jetzt wahrscheinlich ganz voll unten durch. Aber ich mochte das Setting. Und das Setting ist für mich massiv wichtig. Die sind die Level 35. Ja, einfach durchleiten. Wann sind wir da? Dauert noch ein bisschen. Oh. Halt, der Weg ist tödlich. Oh, boah, ja, das... wie riesig ist denn dieser Bär da? Ja, willkommen bei den Untoten. Hier ist alles ein bisschen schräg. Und wir haben eine halbnackte Elfin. Listener. Ja. Ja, sag ich doch wieder, die Frauenoutfits von dieses Weihnachtsgedöns sind wieder. Ja, wie würden das aussehen, wenn es bitterkalt ist und dann hättest du einen kompletten Mantel an? Wie würden das aussehen? Ja, das passt doch nicht wirklich. Echt mal. Finde ich schon gut, dass es so halbnackt ist. Vielleicht kommt ein 60er, den man umgehen muss. Aha. Okay. Ja, hier war das, wo ich da vorhin die Quest erwähnt habe. Ne? Hier rechts am Friedhof. Da sind einige Allianz da früher. Ah, die können ein Lied von singen, ne? So. Ich brauche ein Ziel. Jetzt hören wir den hier umgehen. 6 Minuten bis zur Freigabe? Was? Wieso bin ich gestorben? Weiß ich nicht. Wieso bist du gestorben? Ich weiß nicht. Du, du bist so nah an den Hordeposten gekommen. Hä, Moment. Was? Da ist ein dicker, großer Hordeposten. Und dann stirbt man? Das hättest du mal erwähnen können. Ja, das wusste ich da auch nicht. Bin auch das erste Mal hier. Ür ist auch tot. Ja, ich kann dich leider nicht wiederbeleben, weil du PvP gefleckt bist. ja. Ups. Ja, ganz kurz, Sekunde. Da stand aber was drin, ne? Dunkeltrainer hat im Gildenchat geschrieben, gleich kommt ein 60er, den man umgehen muss. Ja, ein 60er. Was weiß ich denn, was ein 60er ist? Ich dachte, da kommt irgendein Vieh, was Stufe 60 ist oder so. Patricia Aisley hat dich umgehauen. Die Kräuterkundlerin. willkommen bei den Untoten. Ich fand das hier fast immer knuffig. Ja, ne? Oh, der reitet ja sogar. Ist ja niedlich. Das ist neu. Früher sind die gelaufen. So, dann warten wir jetzt mal auf Nubia. Nubia muss einfach nur nach Nordwesten laufen. Ich bin schon auf der Straße. Sehr gut. Das ja, ist nicht lustig. Immer noch gefährlich, hier lang zu laufen. Gut zu wissen. Wenn du PvP aktivierst, kannst du sie wiederbeleben. Will ich aber nicht. Ich will nicht von irgendeinem dahergelaufenen 60er Horde laufenden Horde-Server umgerannt werden. Da steht, das war ja noch nicht. Wenn man rüber in den Silberrad möchte, steht er mitten im Chor. Okay. Ich setze mich jetzt hier bei Garibaldo rein. Okay. Ist mir jetzt egal. Genieß die Aussicht. Hier gibt's keinen Flugpunkt für uns, ne? Nee, gar nicht. Ah. Ach, Horde hat's hier viel einfacher. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach Silberwald, also ins nächste Gebiet. Also geradezu da. Genau. Das Yeti-Muss der Yeti-Fürst, Level 25 Elite. Warte doch mal eine Sekunde. Jo. Ja, das Problem ist, dass Nubia jetzt gerade bei Garibaldo mitrennt. Wie komme ich denn da runter? Oder hört uns erst später. Wie komme ich denn da runter? Oben rechts an der Minimap müsste irgendwo ein Pfeil sein. Ein Pfeil? Ja, irgendwo dann Button. Das ist kein Pfeil. Ich kann nur die Seite wechseln. Du müsstest irgendwo einen Button haben. Nö. Fahrzeug verlassen. Nee, ist doch nicht. Ich kann nur die Seiten wechseln.
Tja, dann hängst du da fest. Oh, wollen wir mal was Grausames sehen? Wow, du bist immer so fürsorglich. Ich finde das gut. Ich weiß auch nicht, was jetzt ist. Lass uns mal ganz kurz hier rechts gucken. Ja, kann ich nicht. Ich komme nicht runter. Hübsches Örtchen. Was ist das? Das ist ein Level 30 PvP-Wachen. Da sollten wir vielleicht doch nicht reingehen. Danke, das Chat, für die Hilfe, die Honig geleistet hat. Rechtsklick auf deinen Punkt im Mount. Nein, da unten links war ein Pfeil. Unten links. Okay, ich habe oben rechts gedacht. Ja, bei mir ist er oben rechts. Okay, das ist aber hier unten links. Ja. Ja, also das hier ist so eine Art Konzentrationslager für Dinge. Gut, da kommen wir jetzt aber gerade nicht rein. Was ist Dinge? Da werden Menschen eingegraben. Gibt's ein Video auf YouTube von mir. Wie weit kann ich denn da jetzt ran, bevor ich wieder sterbe? Gar nicht weit. Lass es lieber. Komm mit. Aber ich will reingucken. Ja, das wird nichts. Bist du allein? Ist er tot. Und ist nach Ort alle um. Ja, dann kannst du da jetzt reingucken. Oh, alle wieder da. Alle wieder weg. Oh, ihr macht hier mal Sternchen. Ja. Yeah. Menschlicher Keimling. Die machen wohl Untote. Ja. Schön, wie sie schreien. So, genug gesehen. Und die wachsen dann hier, oder was? Ja, da kann mir einer sagen, dass World of Warcraft ein Kinderspiel ist, dem ist nicht so. Das hat teilweise echt finstere Quests und finstere Gebiete. So, dann können wir jetzt aber mal weiter. Dann haben wir jetzt auch mal hier den Abgrund gesehen. So, und da vorne kommen wir in den Silberwald. Warum heißt der Silberwald? Weil es da Spinnen gibt. Na, natürlich. Viele Spinnen. Silberspinnen? Ich habe keine Ahnung. Wegen den Spinnenweben ist der Silberwald. Also schlimm ist es nicht. Das Lustige ist, hier gibt es auch... Oh, Moment. Ich glaube, wir müssen links dran vorbei. Hier gibt es auch den Scharlachroten Kreuzzug, der ist relativ aktiv hier überall im Norden. Das ist eine, ich sag mal, von Menschen abgesonderte Organisation, die sich verschrieben hat, jeden Untoten nochmal umzunieten. Also, Untot 2.0 quasi. Und oh, da hat sich wohl... Nissna hat sich ein bisschen übernommen. Nissna ist tot. Weißt du, was sich gerade eingeloggt hat? Sir Nossi. Nee. Doch. Oh. Wo hast du gesehen, dass Nissna tot ist? Ich sehe das gar nicht. Da vorne liegt er. Direkt auf dem Weg. Ich dachte, da hätte eine Meldung im Chat kommen müssen. Nein. Bei Ur kam eine. Ist ja auch in unserer Gruppe. Was ist der? Zum Kloster war es ja noch weiter als bis zur Burg. Ja, das werden wir auch noch sehen. Weil das scharlachrote Kloster ist nämlich mitten in Tiresfall. Das ist auch ein ziemlich weiter Weg für Allianz da. Meine absolute Lieblingsinstanz übrigens. So, hier gibt es natürlich auch wieder keinen Flugpunkt. Unverdächtiger Bär.
Der unverdächtige Bär wirkt aber sehr verdächtig. So, wenn wir jetzt nach links gehen, da waren wir schon. Da geht's nämlich zu den Wölfen. Ne? Wie heißen sie? Worgen. Worgen, genau. Also links von uns ist Gilneas, das ist die große Mauer, die haben wir immer von der anderen Seite gesehen. Jetzt mal nicht im Stream, sondern unsere Privatcharaktere noch. Erinnert euch, dass wir das hier alles bombardiert haben? Mhm. Das war hier. Jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite. Also, so schließt sich der Kreis. Ist das nicht schön? So. Früher war das Dorf hier aber nicht hier. Früher gab es hier kein Dorf. Früher gab es hier nur den Aufstieg zur Burgschattenbank. Oh, guck mal, ein Respawn. Waren Schuhe drin. Mit Intelligenz. Kitty, was hast du für Schuhe? Oh ja, die sind sehr viel besser. Hier. Die schimmernden Stiefel. Was waren das? Die schimmernden Stiefel der Intelligenz. So, jetzt hast du viel mehr Mana. Sehr gut. Okay, und da sind wir. Burg Schattenfang. Da haben wir sie gefunden. Ihr könnt ja mal auf die Karte gucken, wo ihr gerade seid. Dann einmal rechtsklicken und wisst auch ungefähr, wo in den östlichen Königreichen wir sind. Und wo wir angefangen haben. Nämlich bei Eisenschmiede. Naja, ein Ecke weit weg. Ja, dann ganz schön gelaufen. So, würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Ich mache wieder den Tank. Kitty macht wieder die Heilerin und der Rest macht Schaden. Das Dorf war früher auch dann nur weiter weg von der Burg. Ah, ja, das kann sein. So, und hier drin gibt es natürlich auch Quests. Hier bei Rudelführer Ivar Blutfang. Hey. Ich konnte Godfrey und seine Kameraden schon kilometerweit riechen. Sie haben ihre Spuren auf der Flucht nicht gerade gut verwischt. Ein Fehler, der sie in ihr Grab bringen wird. Einer von ihnen ist sehr nah und obwohl sich ihr Geruch im Untod verändert hat, bin ich sicher, dass es Ashbury ist. Geht hinein, reißt ihn in Stücke. Wir stellen sicher, dass die Verlassenen uns bei unserer Aufgabe nicht in die Quere kommen. Tötet Baron Ashbury. Haltet die Ohren steif, ja. Okay, haben wir schon mal eine Quest. Das Crawl, den Verlassenen nachgegeben hat, ist eine Schande für unseresgleichen. Mein Rudel wird ihnen das wahre Gesicht der Worgen zeigen und unbarmherzigen Zorn, der uns stets begleitet. Erzählt er gerade. Ach so. So. Ihr könnt jetzt runterkommen von euren Jacks. Ich glaube immer noch, dass Graumähn ist ein Easter Egg an Elder Scrolls. Weil die Werwölfe da auch Graumähn heißen. Ich glaube, die heißen überall Graumähn. Aber Elder Scrolls, also zumindest Skyrim, kam 2010 raus und das Spiel hier 2004. Geisterhafter Steigner. Ich kann mich erinnern, der hatte früher eine Quest. Aber heutzutage nicht. Geht fort, ihr solltet nicht hier sein. Lebt wohl. Okay. Ist das jetzt schon eine Instanz? Ja. Oh. Ab jetzt muss mich Kitty heilen. Und Leder mit Beweglichkeit. Braucht keiner. Oh. Unsterbliche Sehne sollen wir hier einsammeln? Ach ja, stimmt. Da war ja was. Wir hatten ja alle eine Quest für unsere Waffe, ne? Achtet echt? Darauf. Ja, also ich habe hier zum Beispiel die Hand des Lichtes. Wir haben alle eine Quest für eine Waffe bekommen. Haben wir letzte Woche am Schluss des Videos angenommen, bei unseren Lehrern. Die haben alle die gleichen Voraussetzungen? Weiß ich nicht. Ich muss Mondstahlbarren einsammeln, unsterbliche Sehnen. Ja, das habe ich auch, deswegen ist das so seltsam. Ja, dann ist es wohl alles das Gleiche. Grausige Trophäen sammle ich auch. Das ist praktisch. Nehmt das, ihr Untoten.
Oh Gott. Oh, grün. Schwert. Kann ich das gebrauchen? Nee, ist zweihändig. So, da Stoff mit Intelligenz. Kitty, da ist eine Handschuhe für dich. Und Beweglichkeit, Kette, Brust für Nubia. Einmal Bedarf drauf. So, und Leder mit Int für die Eule oder... Na gut, für meine Tasche. Ich habe kein Ziel. So, was, ganz kurz, diese anderen Sachen, die wir sammeln müssen, liegen die hier rum oder sind die nicht? Das werden wir sehen. Das werdet ihr auf der Minimap sehen. Also falls ich was sehe, schrei ich natürlich. Oh, gratuliere. Ich bin außer Reichweite. So, ihr könnt euch natürlich das Zeug gleich mal anziehen. Da müssen wir mal ganz kurze Pause machen. Machen wir kurz eine Pause, kein Problem. Aber auch nur, wenn es besser ist, ne? Ihr könnt das übrigens vergleichen. Wenn ihr die Shift-Taste gedrückt lasst und mit der Maus auf dem neuen Item drauf seid, dann seht ihr, was ihr gerade tragt. Ne, das neue ist, ist schlechter. Mhm. Alles klar. So. Wir können ja mal kurz gucken, ob hier oben noch irgendwas ist, aber nein, sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal runter. Da unten haben wir jetzt den ersten Boss. Ja. Baron Ashbury. Das ist der erste Boss. Der wird hier durch die Gegend rennen und Viecher rausholen. Einfach draufnuken, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wir werden sehen. Ich kann mich erinnern, dass der mal in einer anderen Version dieser Instanz sehr viel stärker war. Genau das. Oh. Oh oh. Ich bin nicht. Passt schon. Alle haben es überlebt. Die Robe von Arogal. Oh, 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 Kitty. Da machst du auf jeden Fall Bedarf drauf. Das ist eine der besten Roben auf dem Level. Und sie ist sexy, weil schwarz. Was habt ihr zu erzählen? Der Duft von frisch vergossenem Verräterblut füllt meine Nase und er ist überaus belebend. Mein Kampfrausch wird aber erst verebben, wenn Godfrey als lebloser Haufen im Staub liegt. Er glaubt, eine Armee lebloser Kadaver kann den Zorn der Blutfangworgen aufhalten. Wir werden ihre Knochen noch jahrelang abnagen, nachdem unser Werk hier vollbracht ist. Okay, das ist echt eklig. Bei unserem Angriff auf die Burg sind wir auf unvorhergesehene Hindernisse getroffen. Es scheint, als würden die Diener die Baron Silberleer... Nein, renn doch nicht weg, du doofer Hund. Irgendjemand hat ihn angesprochen oder so. Nee, ich... Ich muss doch noch die Quest annehmen. Warte mal. Ja, ich ist auch. Hier noch irgendwas, was wir umhauen können? Nö. Nur doofe Hunde. So, wartet. Ich muss jetzt die Quest annehmen, Leute. So. Zu lange also. Waren wir von Mauern umgeben. Sind wir auf unvorhergesehene Hindernisse getroffen. Es scheint, als würden die Baron Silberlein und Kommandant Grüntal im Leben umsorgten, dies auch noch nach dem Tode tun. Und Godfrey hat sie indirekt zwischen sich und uns platziert. Keine Sorge, wir werden nicht zulassen, dass sie mehr als eine kleine Unannehmlichkeit darstellen. Vernichtet sowohl Silberlein als auch Grüntal. Es wird die Wächter nicht nur ihrer Meister berauben, die ihnen Anweisungen geben, es wird uns auch unserem finalen Ziel sehr viel näher bringen. Okay. Schönen Tag noch. Also einfach den nächsten umhauen. Mu, du bist zu langsam, so ungefähr. So, okay. Kitty, wie gefällt dir die Robe? Oh, du müsst mal den Gildenwappenrock ausziehen. Dann siehst du die Robe in voller Pracht. Also mir hat die echt damals gefallen. Mein Jäger, nee, Quatsch, Magier hatte die auch an. Ich finde die schick. Mir gehört was. Ein bisschen was Morbides, aber naja, zu meinem Magier passt es, der war untot. Aber gut. So. Fangen wir da einfach mit dem hier an. Dann bauen wir uns hier einmal durch. Oh, was ist das? Stoff mit 3 Int. Ich weiß nicht, ob das besser ist, Kitty. Es ist besser. Sehr gut. Ein einhändiger Kolben mit 3 Int. Ich glaube nicht, dass der für mich besser geeignet ist. Vielleicht für Kitty, aber da bräuchte so eine Offhand. Ich brauche
Hey, ich bin aufgestiegen. Jetzt bin ich Level 26. Ach, guck mal, was da im Hintergrund liegt. Da sind überall Barren. Ich schätze mal, das sind die, die wir brauchen. Die leuchten nämlich. Und der hat seinen Arm verloren. Und das ist ja schlecht. Was ist denn Barren? Die liegen hier überall rum. Aber die leuchten. Ach, die denn? Steht dir, ich habe hier Viecher. Aber du siehst mich wohl gerade nicht. So, war hier noch irgendwas? Nein. Okay. So, hier hinten diese Barren. Wow, Zwerg, du hast eine ganze Palette mit Silberbarren eingesteckt. Die konnte ich nicht aufheben gerade. Die brauche ich anscheinend, ich brauche Holz. Dann brauchst du Holz. Okay, Holz müsste hier links von uns drin liegen. Ja, habe ich gerade schon eins geholt. Oh, hier gibt's was für Alchemie. Kitty, bist du Alchemistin? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ja, dann immer mit. Vielleicht kannst du es irgendwann lernen. Ich muss lernen. Kitty, was brauchst du für deine Waffe? Auch Holz? Ich muss mal in die Quest reingucken. Ja, guck mal in deine Quest. Das machen wir mal zuerst. Die Quest müsstest du unter deinem Priester finden. Müsste unter Priester stehen. Und so ein lustiges blaues rundes Symbol daneben haben, was für Instanzen steht. Heiliges Symbol des Kommandanten und unbestrahltes Holz. Hm. Brauchst du also auch Holz, alles klar. Ja, muss den Nubia zeigen, wie das aussieht? Ja, so Holzplanken, Balken. Alles klar, werden wir schon finden. Kirche sind drin. Und ich habe da gerade was eingesammelt. Kettenschultern. Yay! Endlich bin ich ein vollständiger Zwerg. Juhu. Oh, was ist das Holz hier? Hast du es jetzt eingesammelt? Ach, nee. Da diese drei Dinger. Siehst du es, Kitty? Genau, davon brauchst du 5 Stück. Die liegen hier überall rum. Da werden wir noch ganz viele von. Hier liegen auch welche. Ja, hier rechts sind auch noch welche. So, weiter geht's. Nubia, lass mal bitte den Zwerg pullen. Also, Viecher pullen. Das dauert nicht zu lange. Weißt du, wie das war früher so, wer gepult hat, ist gestorben. Seitdem das nicht mehr so ist, überschätzen sich die kleinen DDs echt sehr, sehr schnell. Dauert mir zu lange. Ich sehne mich zu alten Zeiten zurück. So. Irgendjemand war vor uns in Buckschatten fangen. Nee. So, hier haben wir einen Rücken mit 2 Stärke und den nehme ich mal mit. So, und hier haben wir Stoff mit 3 Int, das hatten wir auch heute schon. So, und da haben wir Baron Silberlein. Und daneben hat er auch ein bisschen Holz rumliegen. Und warte mal, ganz kurz, Planken. Hinten sind auch noch mal... Ah, nee, ich bin fertig. Warte mal, liegt hier irgendwo noch Holz rum? Wenn wir schon mal hier sind, können wir mal kurz gucken. Sieht nicht so aus. Eine Nahrungsmittelkiste. Okay. So, dann fahren wir mal Baron Silberlein. Oh, Mist. Ah! Ich muss mir das auf eine andere Taste legen.
Ja, ich habe mein Schild gerade gezündet, weil ich kicken wollte. Und den Zauber unterbrechen. So, da haben wir einen Streitkolben. Oh, der ist nicht mal schlecht. Der hat sogar mehr Schaden und den nehme ich mit. Das Zepter des Barons. Och, wie süß. Ein kleiner roter Knüppel. Na gut. So, Kitty, hast du denn Holz? Ja, ich brauche noch einiges. Freunde von Graumähne sind auch meine Freunde. Ich brauche noch zwei Holz. Lang lebe Graumähne. Dann gehen wir hier erstmal hoch. Holz werden wir hier oben noch mehr finden. Nur mal gucken, wo. Kommt hier was lang geklappert. Wenn wir jetzt hier rechts zurückgehen würden, dürfen. Ich guck ganz kurz mal. Hier ist nicht irgendwie ein Boss oder sowas, aber ich guck gerade mal, ob wir hier noch ein bisschen Holz haben. Ja, da ist noch Holz. Dann holen wir uns das kurz. Dann haben wir hier auch nichts verpasst. Das wäre der andere Weg gewesen. Hoch die Treppe quasi vom Burghof. Oh, hier rechts von mir befindet sich noch Holz. Und geradezu ist noch mehr Holz. Und dann dürftest du fertig sein, Nubia, ne? Ja. Mit dem Holz. Gut, dann holen wir die kurz. So, okay. Dann holt mal euer Holz. Hier, Garibaldi sieht aber auch schnittig aus, ne, in seiner Rüstung. Sieht gut aus. Ja, das Transmog-System, das gucken wir uns dann auch mal an. Was, oh, Nubia, wo rennst du hin? Ich soll nicht gucken, was hier noch gibt. Wahrscheinlich mehr Mobs. Ja. Aber du rennst auf jeden Fall in die falsche Richtung. Weil wir müssen nämlich zurück. Denn wir haben noch zwei, die wir umhauen müssen. Lord Walden und Lord Godfrey. Garibaldi flüstert, ja, ich habe einen Transmogger auf einem Jagd, das bringt uns bloß nichts, weil die beiden Mädels hier absolut nichts haben, was sie transmoggen könnten. Sie haben nur die Sachen, die sie am Leib tragen. Wir spielen noch nicht so lange, Rocky. Genau, alles neu, alles frisch, aber ihr werdet alles kennenlernen. Ich werde euch das ganze Spiel von vorne bis hinten zeigen. So, was haben wir hier? Schildhand, 3 Intelligenz. Naja, ist jetzt nicht so doll. Leder mit Ausdauer und End, okay. Auch nicht so die Welt. Gut. Da haben wir den gepeinigten Offizier und den klagenden Gardisten plus den Kommandanten Grüntal. Ein Kommandant Grüntal kann ein Schild droppen. Und ich hoffe, das ist noch das gleiche wie früher, weil er hat irgendwie jetzt gerade ein anderes in der Hand. Hoffen wir einfach mal, dass es droppt. So, dann verprügelt ihn mal. Der hat früher Leute durch die Gegend geschickt mit Furcht. Keine Ahnung, ob er das noch macht. Ich muss mal kurz in mein Zauberbuch gucken. Kann ich mittlerweile schon. Hey, ja, da Wappen des Kommandanten. Sehr schön. Neat. Juhu. Ein Schild für Grimrak. Yeah. Mit dem Löwen von Sturmwind drauf. Juhu. So, und das war übrigens auch meine Quest, ne? Bis an die Zähne bewaffnet. Weil da das Kommandant Grüntal getötet. Nee, das war's nicht. Moment. Die Hand des Lichts war's, genau. Heilige Symbol des Kommandanten. Was braucht ihr noch für eure Quest? Bei dem letzten. Ich hab das durch. Ah, okay. Und was musst du machen, Nubia? Godfrey's Kristallzielfernrohr. Also Godfrey umnieten. Jetzt sehe ich doch mal aus wie ein richtiger Paladin hier, ne? Gut, ist noch ein bisschen bunt, aber es wird. So.
Oh, hat irgendjemand Schlüssel? Ist verschlossen. Hm, nö. Schade. Ein Schmied kann Schlüssel bauen. Oh, er will hier was. Du läufst hier vorbei. Hm? Der hier hat ein Fragezeichen. Oh, ja, den habe ich nicht gesehen. Da bin ich zu klein für. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Wir haben es fast geschafft. Die Zeit ist gekommen, den letzten Vorstoß zu machen und Walden das Handwerk zu legen. So, ja. Und ich bin jetzt bei Gilneas freundlich. Sehr gut. Es scheint, als hätte Lord Walden unsere Anwesenheit endlich bemerkt und seine Verteidigung verstärkt verschwendete Lebensmühe. Nichts wird unser Rudel aufhalten. Der Weg zu ihm ist voller Diener der Geißel, doch ich vertraue darauf, dass wir ihn freimachen könnt, damit der Rest von uns folgen kann. Sobald wir Walden getötet haben, solltet ihr direkt zu unserem feigen Anführer, vordringen können. Dann machen wir das mal. Möge das Licht des neuen Monds euch leiten. Oh, ich kann nicht beenden, weil da dieses Ding davor ist. Du musst oben einfach auf Ja drücken, glaube ich. So, okay. Gehen wir hoch. Nubia, nicht runterfallen. Ja, den Witz verstehen die Leute nicht. Im privaten Spiel ist Nubia nicht mal aus der Quest gefallen. Da mussten wir dann GM kontaktieren, weil sie nicht mehr in das Questgebiet kam. Und dementsprechend auch nicht weiterspielen konnte. So. Ja, das Ding ist nicht so gut. Hat eh nur Beweglichkeit, braucht keine Sorge. Ich bin ein Steinschlief, Alter. Ich habe kein Ziel. Wieso leuchtest denn du? Weil ich ein Schild von Kitty hab. Ich brauche ein Ziel. Moosachat. Wird zum Schmieden gebraucht, ab und zu mal. Weißt du, wie das mit den Leuchten, das hast du schon letztes Mal gefragt und davor auch. Genau. Ja, passiert. Dann mal hoch in die Burg. Was haben wir hier? Stoff mit Ausdauer und Vielseitigkeit. Das braucht niemand. Absolut niemand. Hey Mu, ich habe mal eine Frage. Wie bekomme ich in der Gilde den Erfolg nach besserer Teamarbeit? Muss man mit der Maus draufklicken. Steht eigentlich drauf, was man braucht. Auf jeden Fall brauchst du auch, glaube ich, Ruf zur Gilde und das dauert eine Weile. So, da ist er. Lord Walden. Auf Heroisch hat er hier irgendwie einen Kessel oder irgendeinen Quatsch gehabt. Oh, da in die blauen Funken nicht reinlaufen. So, da ist er hin. Oh, und er hat eine Laterne. Ja, kloppt euch. Die Laterne ist großartig. Wer sie hat, wird sie nie wieder hergeben wollen. Der Lee leuchtet nicht im Dunkeln. Gratuliere, Kitty. Die kannst du später auch transmoggen, falls du eine Einhand oder eine Offhand hast, also links und rechts eine Waffe jeweils. Dann kannst du das transmoggen und dann hast du mal eine Laterne, die im Dunkeln leuchtet. Das ist neben der Fackel eine von drei Sachen, glaube ich, die leuchten können in World of Warcraft. Das gibt's nicht oft.
So, Blutfang. Ihr solltet euch sputen, wenn ihr einen Teil der Beute haben wollt. Stopp, der hat eine Quest. Der hat eine Quest. Schießt los oder zieht Leine. Okay, die ist auch gestiegen. Gratz. So, Blutfang grinst euch an, wobei er seine rasiermesserscharfen Zähne entblößt. Dank eurer wackeren Hilfe dauert es jetzt nicht mehr lange, bis die Burg uns gehört. Ah, der süße Geruch von Sieg. Meine Männer sollen Godfrey in eben diesen Augenblick in Stücke reißen. Begebt euch zu ihm und holt euch euren Teil der Beute. Ihr habt es euch verdient. Man hätte gedacht, dass es schwieriger würde, ihn zu vernichten. Tötet Lord Godfrey. Es würde euch nicht gefallen, mich wütend zu sehen. Ja, was ihr hier seht, ist das Addon Storyline. Ziemlich cool. Vielen Dank für den Tipp. Falls ihr noch mehr Tipps habt, sagt doch mal Bescheid im Chat. Ich freue mich über jeden Tipp. Bin da schon eine Weile raus. Du solltest dir das Steuerradschild holen zum Transmogen. Habe ich schon. Wenn du eine Quest machst, dann kriegst du alle Questbelohnungen quasi freigeschaltet. Aber das Steuerrad fand ich jetzt nicht so hübsch. So, Leder mit Beweglichkeit. Braucht man jetzt nicht unbedingt. Ah, neue Gegner. Warten wir noch auf Nubia. Da ist er. So, Nubia, legen wir los. Muster, dunkle Ledertunika, okay. Das ist Lederverarbeitung für Nubia. Kurz. Ich sorge dafür, dass nichts dazwischen kommt. Los jetzt, Helden, tötet Godfrey. Wir warten kurz auf Nubia. Okay. Na dann mal los. So. Lystra flüstert mich an, ab Draenor Handy-Notes und Masterplan. Aber das hast du wahrscheinlich. Nein, ich habe Draenor nicht gespielt. So. Hallo, Godfrey. Godfrey. Gratuliere. Oh, Stufe 27. Oh. Und da ist ein zweihändiges Schwert drin, was keiner von uns gebrauchen kann. Aber es sieht cool aus. Das muss man ihm lassen. Wenn Garibaldo es nicht will, nehme ich es mal mit. Man weiß ja nie. So, okay. Dann sind wir hier so gut wie durch. Habt ihr den Godfrey hier gelootet für eure Quest? Oder Nubia was? Ich hab's gemacht, ja. Okay. Na, ihr seid mir ein munteres Persönchen. So, dann gehe ich mal die Quest ab. Wir haben es geschafft. Es hat uns viel gekostet, aber der Sieg ist unser. Diese Burg könnte mir und meinem Rudel als Heimstatt dienen, auch wenn wir normalerweise einen etwas natürlicheren Lebensraum bevorzugen. Vielleicht ist es das Beste, sie zur Erinnerung an Godfreys Verrat und die Blutfangkrieger, die hier gefallen sind, zu belassen. So, und jetzt kriege ich hier tatsächlich Schulterstücke. Das finde ich gut. Ne? Die Brust ist jetzt nämlich nicht so dolle. Da haben wir eine ganz, ganz ähnliche. Deswegen nehme ich hier die Schulterstücke und... durch einen gemeinsamen Feind. Jetzt sehe ich aus wie ein richtiger... Na gut, wie ein halbrichtiger Zwerg. Aber, naja, es passt sich so ganz dem Bild an. Oh Mann. Ich sehe so ein bisschen zusammengewürfelt aus. Ja, gratuliere. Wir haben Burgschattenfang geschafft. Und wir müssten jetzt eigentlich nach Hause zurückkehren und die Quest in Sturmwind abgeben. Wollen wir das machen? Kurz sortieren. Weil wir hatten ja noch einen anderen Dungeon. Ja, wo haben wir ihn? Und zwar das Verlies von Sturmwind und die tiefschwarze Grotte. Oh Gott, wo ist denn die tiefschwarze Grotte? Das war doch hier oben irgendwo hinter... auf der linken Seite im Westen von den Elfen. Naja, okay. Und Gnome Regan haben wir auch noch, aber ich weiß nicht, ob wir das heute alle schaffen.
Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal zurück nach Sturmwindel, oder? Mhm. Okay. Gut. Also Homestown. Die anderen beiden hier, Ür und Garibaldo, können natürlich in der Gruppe bleiben. Wir gehen dann gleich nochmal ins Verlies von Sturmwind. Da brauchen wir nicht mal weit laufen. Ja, hinter Eschenwale, genau. Die schwarze Grotte. So, nehmen wir uns hier mal einen Flieger. Ach so, falls ihr übrigens hier den Schild gerade der Wachen seht, ne? Und euch fragt, wo man den herkriegt, da gibt es eine Quest im Mungoro-Krater. Und die sollt jeder von euch mal machen. Und zwar unten links im Westen, im Südwesten, gibt es einen einzelnen Ritter. Und diese Questreihe ist so göttlich. Macht die einfach mal, das ist großartig. Ihr werdet aus dem Lachen nicht mehr rauskommen. Achso, ja, ich wollte ja fliegen. Ich depp. Wo willst du denn hin? Frag nicht. Hallo? So. Nun, ich brauche einen Flug. Nachricht ist von größter Dringlichkeit, wie immer. Sturmwind. Man sieht sich. Den Schild bekommt man auch in World of Draenor. Ja, von Draenor habe ich gar keine Ahnung. Habe ich wirklich nie gespielt. Aber mir ging es da eher um die Questreihe, also wirklich die Questreihe da unten im Goro-Krater. Das sind 3 oder 4 Quests. Tut's euch mal an, das ist großartig. WoD bekommt man, um genau zu sein, das komplette Stadtwachen-Set aus Sturmwind. Ja, aus in der eigenen Festung, da, wenn man einen Zwergenbunker baut, ne? Ich habe den Zwergenbunker, aber mehr habe ich auch nicht. Mist, das Einzige, was ich nicht habe, ist ein Ruhestein. Garibaldo, du hast ja den Ruhestein nicht. Wir werden dich porten, kein Problem. So, endlich sehe ich aus wie ein richtiger Zwerg. Naja. Wir können uns ja mal ein bisschen anpassen. Mädels, ich zeige euch jetzt mal den Transmogger. Braucht ihr Hilfe? Aber zuerst mal verkaufe ich hier. Mögen eure Reisen sicher sein. Was kann ich für euch tun? Lebt wohl. So. Gebt mal erstmal eure Quests ab. Und das Licht Zwergendistrikt, okay. Ich habe keine Ahnung, wo ihr da hin müsst. Müsst ihr mal auf die. Was für eine Quest? Naja, eure Waffe. Achso. Ich glaube, Kitty muss dafür zum Kathedralenplatz. Ich bin mir nicht sicher. Da werden wir aus der Kathedrale geholt. Ja, aber wo du ihn jetzt abgibst, ist, glaube ich, vielleicht anders. Das weiß ich nicht. Musst mal auf M drücken. Irgendwo hier gibt es ein dickes Fragezeichen in der Stadt. Müsst mir mal sagen, wo. Im Magierviertel. Im Magierviertel, links von dir. Und Nubia, du? Ich hab's abgegeben. Okay. Hast du es nicht mal vorgelesen? Nee. Oh. Hallo. So, ich krieg jetzt hier die Hand des Lichts. Könnt ihr die Materialien für eure Waffe finden? Ja, haben wir. Alles da. Los, gebt mir meine Waffe. Lord Grayson hat mir viel von euch und eurer Hingabe zum Licht und der Allianz erzählt. Es wird mir eine große Ehre sein, einen Hammer für euch anzufertigen. So. Jetzt kann ich mir hier aussuchen. Oh, der ist sogar noch besser als das Zepter des Barons. Zumindest vom Damage her. Wow, einen Punkt besser. Na gut. Wieso hat der hier mehr Schaden? Wir nehmen den Hammer. Bleib sauber. So.
Jetzt haben wir einen neuen Hammer. Überflüssig zu sagen, dass es mir eine Ehre ist, für einen so hervorragenden Diener des Lichts und der Allianz zu arbeiten. Es ist Jahre her, seitdem ich Mondstall verarbeitet habe. Aber ich habe die Technik nicht verlernt. Dane, komm zu mir zum Amboss. Okay. Ich bin fertig. Kitty sagt Bescheid, wenn du fertig bist. Weil jetzt müssen wir nämlich nicht weit reisen, weil die nächste Instanz ist tatsächlich da, wo ihr gerade schon steht. Der hatte den gleichen Text wie du, aber der Stab ist nicht wirklich viel besser als den, den ich jetzt habe. Ja, aber vielleicht sieht er gut aus. Nein, nur erst noch der Helm. Also wir werden im Level 50 Bereich noch einen Helm kriegen, das ist wahr. Stimmt, das fehlt mir noch. Hab noch keinen Hut. So, wenn man keinen Ruhestand hat, einfach den Gastwirt ansprechen, der gibt einen neuen, das ist wahr. Und das rechte Teil war früher in für Holy Paladin gedacht war. Ja, das Problem ist, dass der mehr Maximalschaden hat. Ne? Was ein bisschen seltsam ist, den Holy Paladin. Wie kann man nochmal die ganze Winterkleidung? Den Hut gibt es nur in Instanzen. Ich weiß noch nicht welchen, müsste ich jetzt nachgucken. Und wo es die Schuhe gibt, weiß ich nicht. Den Rest solltest du hier kriegen, wenn du irgendwelche Gnome anküsst. Mit Slash küssen oder Slash kiss. Die dir sowas bereits anhaben. Richtig? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt so einen Mantel bekommen. Ja, dann hast du schon mal einen Teil. Und wenn du jetzt irgendwen anderen knutscht, dann kriegst du vielleicht ein anderes Teil. Irgendwie so muss es laufen. Ich hab's nicht gemacht, keine Ahnung. Hey Eule, drück mal drauf hier, danke. So. Wo hast du so einen Gnomen gefunden? Den Mantel habe ich von Nisna bekommen. Ach so. Kitty cheatet. Er hat ihn mir geschenkt. So, dann lass uns hier mal reingehen. Also das ist jetzt hier das Verlies. Ihr erinnert euch, wir haben hier schon mal jemanden reingesperrt. Der Knast mitten in Sturmwind. So, Instanz Nummer 2 für heute. Ugrim hat übrigens auch eine Instanz direkt, also die Hauptstadt der Orks hat auch eine Instanz direkt unter der Stadt. Die ist aber für Niederlevelige. Wieso haben wir hier Weihnachtsbäume? Ist ja niedlich. So, Schützenkommandant Co. Wie geht's? Seht mal, ich würde ja liebend gerne den Befehl geben und meine Männer diese Rebellen in Stücke sprengen lassen, aber das kann ich nicht, weil das gesamte Verlies unter Befehl von Aufseher Teilwasser steht und er will sie im Moment nur einsperren. Ja, anscheinend gibt es hier eine Revolte. Statt sich Befehl zu widersetzen, werden wir das Ganze auf eine andere Art lösen. Wir haben uns mit Mortimer Moloch angefreundet, der rein zufällig der Zwillingsbruder des ruchlosen Rebellenanführers Randolph Moloch ist. Tötet Randolph und wir tauschen sie aus, sodass Mortimer die Rebellion friedlich beenden kann. Okay, das ist schräg. Auf dann! So, sind dann alle da? Nee. Einer fehlt noch. Unser Krieger fehlt noch. Wo ist unser Krieger? Links und rechts haben wir übrigens noch zwei Quests. Die laufen hier rum. So, wo ist unser Krieger? Der rennt im Sumpfland rum. Oh, wir hatten ihn noch geportet. Komm mal nochmal kurz raus. Nee, hattet ihr nicht. Doch, wir hatten ihn geportet. Anscheinend nicht, sonst wäre er da. Hat er bestimmt nicht aufgepasst oder war AFK. Also nochmal raus. Wir müssen nochmal ganz kurz unseren Krieger porten. Weil zu viert ist ja doof. Das ist ja eine 5-Mann-Instanz.
Da ist er. Okay, jetzt kann er gleich nochmal geportet werden. Ein Meter nach rechts. Hey, aufwachen. Er ist noch völlig verwirrt vom Teleportieren. Das passiert, wenn man einen aus seiner liebevollen Umgebung reißt, direkt nach Sturmwind, ist laut Sturmwind, in stinkende Sturmwind, dann kann sowas passieren, dass man erstmal ein bisschen überflutet wird von irgendwelchen Eindrücken. So, okay, also. Zuallererst mal holen wir uns hier die Quests. Erstmal nach links. Was haben wir hier? Da ist Mortimer Moloch. Und da hinten läuft einer mit einer Quest rum. Aufseher Trielwasser. Grimmark, ich muss das Unmögliche von euch verlangen. Auch kein Problem. Ich habe meine Augenklappe, weil er es wollte. Unzählige Unschuldige sind seines Zorns zum Opfer gefallen. Nur durch ein Wunder konnten wir ihn hier einsperren. Und das war ein schwerer Fehler. Wir haben so lange ausgehalten, wie wir konnten, doch dann kamen sie. Aus den Schatten und aus der Dunkelheit rissen Gnolle, die Hogger dienten, meine besten Männer in Stücke. Ihr müsst den Gnollkönig besiegen, sonst wird er einen weiteren Angriff befehlen und uns alle im kalten, blutdürstigen Zorn töten. Tötet Hogger. Das Licht segnet. Yay, Hogger ist wieder da. Die Allianz hat irgendwie was. Also wir haben Gammon bei der Horde und die haben Hogger. Hallo. Aber gut. Schwester Lillian. Was sehe ich jetzt? Ja, natürlich. Achso. Schwester Lillian. Ich kenne mich gut mit Erste Hilfe und anderen Formen des Heilens aus und dank meines Lichtbrunsts ist es mir gelungen, vielen unserer Männer ihre Gesundheit zurückzugeben. Doch es ist so kalt und feucht hier unten, dass ich sie verliere, obwohl ich ihre Wunden geheilt habe. Die Beben haben die Elemente, die in dem Gefängnis hausen, verärgert. Als sie aus der Erde emporbrachen, töteten sie die Hälfte der Gefangenen. Wenn ihr ihren Anführer, Fürst Gluthitze, töten und mir seinen Kern bringen könntet, könnte ich meine Männer aufwehren. Ich würde es helfen, sie nicht auf den Steinboden zu legen. Mögen die Reisen sicher sein. Ja, wäre hilfreich. Vor allen Dingen, wenn es draußen gerade sonnt und sonnig ist und naja. Ne, als Allianz, da machst du schon was durch. Ja, ich nutze die Zeit, wenn Nubia vorliest, immer, um mir was zu trinken einzugießen. Immer, das war jetzt das erste Mal, da hast Eben. Du aber gedurstet. Ja, ziemlich. So, alle da? Dann legen wir mal los und prügeln uns hier einmal durch die Horde von Bösewichtern, Kriminellern und Taschendieben. Ey! Kitty, bist du da? Wie traurig ist, dass das Ding hier mehr Schaden macht als... Achso, das ist eine Zweihand. Na gut, hab nichts gesagt. Einmal links bitte. So, was sollen wir eigentlich machen? Randolph Moloch töten, Hogger töten und Fürst Glutitzes Feuerkern. Sicher? Julia, was musste man in der Quest machen? Was du vorgelesen hast? Den Hitze irgendwas töten und seinen Kern bringen. Also doch, okay. Hast du mir nicht zugehört? Ich hatte mir was eingegossen. So, jetzt wieder geradeaus. Oh, die machen ganz schön Schaden an mir. Der Boss ist ja auch noch mit drin. Deshalb.
Na gut. Sorry, Kitty. Ah, der verschwindet immer mal wieder. Da finde ich Stress gerade. Ja, den kann man nicht denken, das ist ein bisschen doof. Manchmal piekst er in einem rum, kann ich nichts tun. So, da haben wir einen Dolch. Schön. Da kommt Mortimer. Wird jetzt seine Platzierung einnehmen. Erzählt er noch was? Nein. Er steht einfach nur da und guckt die Wand an. Ach doch. Bei Gott, mein schwaches Herz. Ach komm! Oh. Ja, das ist jetzt hilfreich, Mortimer. Wirklich. Wirklich hilfreich. Jetzt sind alle tot. Jetzt sind alle tot. Hat sich ja gelohnt. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Da hinten hat der eine Quest wieder zu machen. Ja, machen wir dann, wenn wir alle drei haben. Brauchen wir erstmal einen Kern. Das ist zu weit entfernt. Chat steht gerade, Mu ist der typische Parler, Hauptsache rein und immer drauf. Dafür wurden wir gebaut, ja. Das steckt in uns, da kann ich nichts dran ändern. Zumal ich auch noch Zwerg spiele. Oh, dann sind wir ja bald Stufe 30. Zumindest Kitty. Kitty, du gehst auf die 30 zu, ist das nicht schön? Ich bin da links abgewogen. Muss mal ganz kurz gucken. Wann kriege ich Zurechtweisung mit Stufe 35 erst? Oh, Gottes Willen. Habe ich was Neues? Toxine läutern. Das ist neu. Okay. Ich muss mal gucken. Hammer. Ja, der Rest ist... Alles klar. Ich brauche ein Ziel. Schon weiter vorangeschritten. Vor allem das Lustige ist, die ganzen Charaktere sehen jetzt alle ein bisschen anders aus als früher, weil die haben die ja alle überarbeitet. Meine Tauchen sind jetzt komplett wuschig und flauschig. Das sieht irgendwie ganz seltsam aus. So, Fürst Bluthitze. Ein Stoffgürtel mit Int. Gatskitty. Der passt, glaube ich, sogar zu Arugal. So, räumen wir die anderen Räume hier auch noch leer? Lauf du vor. Sonst bist du wieder sauer, weil ich sage, dass du schnell genug bist. Ich bereite dich nur auf spätere Sachen vor. Weil wenn wir irgendwann mal auf 110 sind und du sowas machst, dann stirbst du. Glaube ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber naja, zumindest im Raid stirbst du. Definitiv. Wenn wir irgendwann mal ein Raid sind und sowas passiert. Keine Ahnung, was ein Raid ist. Das sind Instanzen mit weit mehr als 5 Leuten. Ich glaube, Minimum ist jetzt 7, ne? Die hatten irgendwas angepasst. Früher waren es 40 Mann, die da reingingen. Dann später nur noch 20. Und mittlerweile, glaube ich, nur noch 10 bis 7 bis 13 oder irgendein Quatsch.
Dann gab es auch noch Exoten wie 15 Mann. Die gab es aber nicht lange. Und 25 Mann gab es auch noch. Ja. Ne, 20 Mann gab es noch. Sulgurub und Sulaman. Oder wie sie hießen. Ah, lange her. So, und als nächstes auf dem Programm und auf der Liste steht Hogger. Hogger kennen wir schon, Hogger haben wir schon mal gesehen, Hogger haben wir hier reingesperrt. Und Hogger ist ausgebüxt oder versucht es gerade und natürlich können wir das nicht zulassen als ehrenhafter Paladin und Hand des Reiches, also, ne? Bringen wir ihm mal ein bisschen Gerechtigkeit. Hey, der hat mich gekickt. Aufgestiegen. Level 28. Oh lol. Du hast Hogger gepult. Oh, ups. Ich habe einfach nur Tab gedrückt. Ein typischer Jäger. Oh Mann. So, dann haben wir das Verlies von Sturmwind geschafft. Und da war eine Hoggerhose drin. Okay. Lass mal kurz hier noch den Rest wegräumen. Auf der anderen Seite auch noch. Weißt du, Nenari, du schreibst jetzt, da, deswegen wird man dafür nicht Tab. Die Nachricht davor im Chat war, nimm das einfach immer mit Tab und euch dann. Ja, das war aber wirklich typisch Jäger. Also, typischer geht's nicht. Jäger haben mehr gepult als mancher Main Tank. Okay. So, dann können wir jetzt hier nicht die Quest abgeben. Grüße. Eine Tat wie die eurige habe ich in meinem langen noch nicht gesehen. Hoggers Tod wird noch auf Jahre hinweg einen Schatten auf die Flusspfotengnolle werfen und ihren Angriffen auf unser Volk hoffentlich ein Ende bereiten. Held aller Helden, bitte nehmt dies als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Ich musste ein bisschen schmunzeln. So, hier gibt es tatsächlich ein Schild des Verlieses. Heute werde ich hier zugebombt mit Schilden. Und ein Finger. Für die Allianz. Cool, ein erster Ring. Hey, wir haben einen ersten Ring. Bing. Oder ich kann auch einen Helm nehmen. Oh, Helm ist natürlich auch gut. Nee, eine Augenklappe ist es. Ja, nimm die Augenklappe, die ist richtig cool. Die kriegst du nicht mehr so schnell wieder. Kannst du später auch transmorgen. Nimm die. Der Stab, den ich jetzt bekommen habe, ist viel besser als der von ihm. Macht nichts, war auch eine 25er-Quest und du bist fast 30. Hast du den schon an? Den Stab, ja. Oh, er glitzert. Später werden die hoffentlich ein bisschen imposanter bei dir. Krawallbeender. Krawallbeender, ja, das passt. Wie heißt mein Ring? Mein Ring heißt Hoggers Glitzerkram. Okay, ich habe jetzt ein Stück Hogger an mir. Großartig. Und wie heißt deine Augenklappe? Telwassers stahlverstärkte Augenklappe. Eine Stahlverstärkte, das ist wichtig. Da stand doch in der Beschreibung, es ist ein bisschen schwer. Ein Jäger mit Augenklappe, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt sicher fühlen soll. Na gut, okay, damit hätten wir das Verlies von Sturmwind auch fertig. Wir müssen aber noch zwei Quests abgeben, vorne am Eingang. Da liegen die Überreste von Hogger neben dem Weihnachtsbaum. Ne? Das passt.
Okay, das gute alte Hütchenspiel. Ja, Mortimer hat gerade seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Er wird vermutlich den Namen seines Bruders annehmen und seine epischen Pläne weiterführen. Damit müssen wir fertig werden, wenn es soweit ist. Oh Mann. Ja, ihr lasst euch echt überall übertölpeln. Das ist unglaublich. Ach, jetzt bin ich auch einer von denen. Hallo. Das ist jetzt blöd. Schön. So, wo gebe ich die andere Quest ab? Hier rechts bei der Dame. Habt ihr den Kern? Unsere Männer sterben hier unten. Wunderbar, dank des Feuers werden unsere Männer diese Prüfung überstehen. Jo. Vielen Dank. Kitty ist 30 geworden. Schön. Gratuliere. Na, hurra. So, Nubia ist 29. Grimrak ist 29. Ür, die Eule, ist mittlerweile 28 und Gerebelle noch 27. Stellt euch tot. Ich kann mich jetzt totstellen. Na gut. Okay, wir hätten Zeit für noch eine Instanz. Habt ihr Lust drauf? Okay. Wir müssen gerade mal gucken. Tiefschwarze Grotte wäre die nächste, die wir noch machen müssen. Wie kommen wir da hin? Ich glaube, wir müssen nach Ashenvale fliegen, ne? Also erstmal nach Dingenskirchen hier, Elfenstadt. Von da aus mit dem Schiff rüber oder mit dem Flugzeug. Meinst du Danassos? Ja, genau. Ne? War das so? Elfenstadt. Elfenstadt. So, okay. Dann machen wir das noch. Weil ich glaube, so viele sind heute gar nicht online. Für ein Gruppenfoto wäre das ein bisschen wenig. Dann kündigen wir das an und dann machen wir das nächste Mal. Nächste Woche, weiß ich nicht, ob es da World of Warcraft geben wird. Zu Weihnachten vielleicht, mal gucken. Das wird aber ein bisschen doof. Ja, du müsstest ja dann mit deinem Laptop spielen. Ja, wenn das überhaupt alles so hinfaut. Das wird gehen. So, also müssen wir jetzt erstmal mit dem Schiff. Es sind 22 online. 22. Naja, wenn wir das nochmal machen wollen mit dem Gruppenfoto, dann, also wir können ja ruhig überziehen. Kündige das lieber an. Kündigen wir lieber an. Wir sind hier irgendwie ein bisschen leicht falsch. Klatsch. Toll. Nimm die Katze aus dem Brunnen! Hätten wir nicht durch den Tunnel da oben gemusst? Ich wette, das war die Trinkwasserversorgung von Sturmwind. Zwerg. Hier ist eine Tür. So. Also, ja, dann machen wir nochmal einen Sturmwind, ein Klassenfoto quasi, ein Gildenfoto. Wenn wir hier mit der Instanz durch sind, dann. Wo wollen wir uns da versammeln? Wo ist denn kein Phasing-Gebiet? Hat jemand eine Idee? Dass derselbe Mist wie letztes Mal nicht passiert. Also ich wäre für das Stadtgebiet der Menschen. Da gibt es diese kleine Kapelle und da müssten wir uns eigentlich alle sehen. Goldhain. Ja, dann machen wir das dann in Goldhain. Dann fahren wir danach zu Goldhain, dann müssten wir da eigentlich ohne Probleme hinkommen. Wo zum Teufel sind die Elfen ganz links? So, Kitty und Ruby sind aber noch nicht da, deswegen warten wir hier einfach mal. Oh, da kam eine Katze von hier oben geflogen. So. Abkürzung. Segel, Kitty. So, mal sehen, ob ihr es schafft. Ich bin ein Gentleman und warte. Gentle-Zwerg. Da ist Kitty. Dahinter ist Nubia. Komm, ihr schafft es. Komm, Nubia. Yay. So, tiefschwarze Grotte. Die ist relativ kurz und ziemlich hässlich. Aber müssen wir auch mal gemacht haben. Der Krieger 21 schreibt, lustige Sache, ich habe eben gerade noch die South Park WoW-Folge angeschaut und dann dein Stream angemacht. Zufall? Nein, dass wir World of Warcraft spielen, ist kein Zufall. Wir spielen jeden Sonntag World of Warcraft. Stimmt.
stressfreier als bei drei Beauty. Mhm. Okay, und jetzt müssen wir mit dem Flugzeug nach Ashenvale, oder? Ich weiß gar nicht, wie weit wir mit dem Flugzeug kommen hier, weil wir haben ja hier keine Flugpunkte. Naja, wir werden es rausfinden. Okay. Zur Mondlichtung kommen wir nur. Nee, also müssen wir zur Dunkelküste. Und ja, geht nicht anders. Dunkelküste und das. Von da an müssen wir dann wieder laufen. Sehen wir noch ein bisschen was von der Welt. Ich muss mal kurz gucken, wo überhaupt Eschental. Hier links ist die tiefschwarze Grotte, hier oben irgendwo. Dunkelküste. Ja, laufen wir einfach nach Süden und schon sind wir da. So, dann lese ich nochmal unseren neuesten Follower vor. Wir haben Kiyuma Iditz, Hellfire 411, Schneller Blob und Antero 1601. Wo seid ihr denn? Dunkelküste? Lordanel. Dunkelküste, genau. Also einfach rüberfliegen. Du spielst ja gar nicht die Schweden. Nein, heute spiele ich einen Zwerg. Ich habe da oben ungelesene Nachrichten, aber ich kann nicht draufklicken. Nein, dazu musst du zu einem Briefkasten gehen. Die sind überall in der Welt verteilt. Bei jedem Posten hast du sie ziemlich ein. Gerade bei den größeren. Wo gibt's hier einen? Neben dem... Hier irgendwo? Yep, hier neben der Elfe. Und die Leute haben ja so Zeug geschickt, oder was? Weiß ich nicht, was sie dir geschickt haben. Ja, weil hier steht die ganze Zeit, guck doch mal in den Briefkasten, guck doch mal in den Briefkasten. Ich habe hier 17 Tage, 23 Tage, 30 Tage. Heißt das, das ist noch 30 Tage da, oder? Ja. Okay. Ich habe gar nichts. Ich habe auch nichts. Wie kann ich denn das? Du klickst da einzeln an und dann hast du unten die Sachen, die da dran gehängt sind, plus den Text. Und dann kannst du dir die einfach durch... Shift-Linksklick ins Inventar hauen oder einfach nur Linksklick drauf machen. Was ist denn die Feuerprobe? Hm? Ich hab dich ja mal angesprochen bei den komischen Brunnen. Da steht, betrete die Feuerprobe. Ich hab keine Ahnung. Friede sei mit euch. Mir sagt die gar nichts. Asha Feller. Also so ein Priesterding. Ich habe einen Bogen, benötigt Stufe 74. Ui. Das wird noch ein bisschen dauern. Halbes Jahr ungefähr. Wir streamen immer nur sonntags. Pack ihn nicht auf die Bank. Yes! Oh. Ein Fisch in einer Blase. Das ist ein Hai. Naja. Zurückgelassener Hai. Naja. Für mich wäre das ein Goldfisch. Und dann war aber noch was, warte. Das muss ich mir auch kurz angucken. Aber schön, wie sie sich gefreut hat. Ui. Ui. Warte. Den habe ich auch. Nur in groß.
Und dazu stand, isst am liebsten geröstete Mäuse. Von Garibaldo kam der. So, das müsste der hier sein, ne? Ui, Angeber. Ja, aber ich wusste gar nicht, dass es den als Pet gibt. Das ist ja cool. So, aber wieder zurück auf mein Pferdchen. So, Feuerprobe gehört zu World of Draenor. Okay, das wusste ich nicht. Wie gesagt, World of Draenor habe ich gar nicht gespielt. So, dann mal auf nach Süden. Yay! Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht, aber da unten ist ein Flugpunkt. Auf zur letzten Instanz für heute. Guck mal, wie der zuckt, um schnell zu schwimmen, der Hai. Ich hab einen Goldfisch. Goldfisch. Achso. Du musst mal kurz warten. Ja, Kitty fehlt da. In Uldua seit kurzem. Okay, in Uldua gibt's also den Proto. Oh, das ist lustig. Just keep swimming, just keep swimming. Oh. Goldfisch und Hai, bringt die bloß nicht zueinander. Wenn die in eine und dieselbe Bubble kommen, haben wir ein Problem. Aber der Goldfisch ist fast so groß wie der Hai. Ja, das stört den Hai wahrscheinlich nicht, hat er mehr zu knabbern. So, dann mal auf nach Süden. Der Hai schwimmt seitwärts, ich glaube, dem geht's nicht gut. Der ist abgelenkt vom Goldfisch. Achso. Der driftet. Der Drifthai. Ja, ich weiß, dass es hier irgendwo eine Kuh gibt. Auch in World of Draenor. Und da bin ich aber noch dran. Also irgendwie habe ich da noch nicht weitergemacht. Was ist denn World of Draenor? Das ist ein Add-on, was ich verpasst habe. Kommen wir auch noch hin. Warlords of Draenor hieß das, glaube ich. Ach, das ist lang her. Hat das was mit meinem Grenai zu tun? Auch. Das ist deine Heimatwelt. Die siehst du insgesamt zweimal dann, wenn wir hier einmal durchquesten. Einmal in Scherben geschossen und einmal in normal. Mal das Gebiet hier fand ich zum Beispiel auch ganz schick. Es ist zwar düster irgendwie und so gräulich, aber ich mag die Naturumgebung hier. Dann warte mal ab, bis du nach Eschenwald kommst. Nach was? Eschenwald, das nächste Gebiet. Eschenwald? Ja. Ja, da war ich doch schon. Ah, ja, sieht besser aus. Ist die Heimatwelt der Orks, ja, und der Draenor. Ne? Draenor und Orks haben sich ein und dieselbe Welt geteilt. Die Orks haben die Draenor nur so ein bisschen versklavt und so. Ich will da nicht runter. Ich bin Sklave der Orks? Ach so, zu spät. Du vielleicht nicht, aber dein Volk. Draenor kommen von Argus. Aber in Kataklysmen waren die Draenor auch auf... Sekunde, die bauen Raumschiffe und lassen sich versklaven? Ja. Aber ich muss zugeben, ich habe da bei der Lore irgendwann nicht wieder durchgesehen. Also irgendwann haben die da einiges geändert. So, es gibt auch noch Seepferdchen und so weiter in der Bubble. Ja, also irgendwie hat Blizzard so ein Fable für Aquarien. Ja, aus Uldu habe ich auch schon ein paar Pets rausgezogen. So ein Eisenwächter und so, aber der Protodrache, der kam mir bisher noch nicht unter. Okay, ich glaube, wir müssen rechts dann vorbei, oder? Ich weiß gar nicht, wo das Ziel ist. Nach Süden. Wir müssen irgendwie nach Süden. Ah, von Argus nach Draenor. Na, dann haben die von Ring in die Traufe. Na, großartig. Ah, die mussten das ja irgendwie anpassen. Das war irgendwie seltsam mit dem Raumschiff. Wir haben Kitty irgendwie verloren. Da kommt sie. Ich habe kurz Garibaldo gerufen. Don't drink and ride. Aber was ich jetzt gerne mal von den WoW-Spielern wissen möchte, ist, denn wir sind jetzt Level 32. Wo sollen wir denn nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem, wo wir die Streams machen, questen? Was wäre denn da gut?
wieder so ein Gebiet, was wir komplett durchquesten. Wir müssen ja nicht alle Gebiete, aber so für Level 30 wäre ganz gut. Und sagt jetzt nicht Arati-Hochland, da habe ich keinen Bock drauf. Ach, verdammiger Löwe. So, irgendwie gibt es da oben jetzt einen Flugpunkt. Sekunde. Hi. Hinterland ist eine sehr gute Idee. Schlingenunterhalt ist auch eine gute Idee. Booty Bay, Piraten, yay! Ja, Desolace und Feralas sind keine gute Idee. Das sind Gebiete, die kann man getrost ignorieren und auslassen. Ja, du hast gesagt, wir lassen nichts aus. Nein, wir werden auch irgendwann alles durchquesten. Das wird sich halt nur um Jahre handeln, aber... Ne, wenn wir jetzt ins nächste Gebiet gehen, das wäre dann der Düsterwald, da wären dann wieder nur graue Quests und wir würden wieder nicht vorankommen. Deswegen würde ich gerne mal in ein Gebiet gehen, wo wir so ungefähr in unserer Level-Richtung sind. Das können wir dann getrost durchquesten. Pestländer, also sind jetzt nicht so mein Favorite. Aber Desolace muss nicht sein. Das ist eine ganz, 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 ganz üble Questgegend. Das ist einfach nur... grauer, brauner Sandstein und das war's. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. Ja, ganz furchtbar. Feralas sieht richtig cool aus. Feralas mag ich sehr, aber ich glaube, das war erst Level 38, ne? So in dem Dreh. Oh, Hordegebiet. Die Tafel in Sturmwind hilft dir weiter. Ja, ich überlege ja jetzt, während wir reisen. Aber Feralas... Bin ich das erste Mal gestorben. Echt? Ja. Da unten? Ja. Bin ich irgendwo runtergerutscht und dann waren da plötzlich mehr, als ich gedacht habe. Feralas ist 35 bis 40. Ja, das wäre okay. Aber Feralas ist schön. Das ist so ein Urwald. Ich glaube, wir hätten rechts lang gemusst, oder? Ich schätze, die beiden wissen, wo es lang geht. Ja, passt schon. Aber Schlingenhorn-Tal wäre cool, aber Schlingenhorn-Tal hat so unendlich viele Quests. Wenn du das ganze Tal durchquestest, das sind ja irgendwie 10 Levelgebiete da drin, bist du eine Weile beschäftigt. Wobei die Story um die Piraten und Booty Bay ziemlich cool ist. Außerdem wird eine Kuh geopfert. Hm. Also sie opfert sich quasi für ein höheres Wohl. So, mach Karte auf. Normalerweise zeigt dir die Karte, welcher Levelbereich welches Gebiet ist. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust, jedes Gebiet einmal durchzuklicken. Deswegen frage ich einfach den Chat, weil da ist vielleicht der ein oder andere Allianz-Spieler darunter. Ja, das Problem ist, Schlingenhorn-Tal ist gut für eure Berufe. Das Problem ist, ich bin immer noch bei Kupfer und ich glaube nicht, dass ich da weiterkommen werde. Doch, wenn du die Kuh fragst, ne, dann macht die das freiwillig. So. Jetzt sind wir kurz vor der Instanz, der tiefschwarzen Grotte. Und Garibaldo ist gerade eben auf Level 28 aufgestiegen. Gratuliere. Ich kann jetzt jedes Ernst ahnden. Oh, das ist gut. Früher war das ganz, ganz ätzend. Ich brauche ein Ziel. So, seid ihr bereit für die tiefschwarze Grotte? Einfach reinspringen? Einfach reinspringen. Yippie! Und dann? Runtertauchen. Das werde ich mal abbauen.
Im Schlingenden Tal würden wir auch Brandas erstmal treffen. Ne, wie heißt der verrückte Jäger? Bronzebart? Wie ist der? Stellst Fragen. So. Irgendwie laufe ich gerade nur hinterher. Wo war denn hier der doofe Eingang? Weißt du das noch einer? Ich brauche ein Ziel. Oh, dieser lange Weg, das ist sowas von dermaßen oldschool. Damit man auch ja nicht merkt, dass es hier eine Instanz ist. Wo ist denn der verdammte Eingang? Ah. Eingang zur tiefschwarzen Grotte. Ah. So, wird unser Jäger? Jägerle, komm her. Falsche Richtung. Ich muss den looten. Genau, Hermit Nessingberry war das. Ah. Okay, dann mal rein da. Die schwarze Grotte. Helft uns bitte. Wir sind nur knapp dem Opferaltar entkommen. Na, dem geht's nicht gut. Wir sind dem Opferaltar des Schattenhammers nur knapp entkommen, aber es gibt tiefer in dieser Höhle noch andere, die wir gebrochen. Wenn diese Kultisten ihr... Könnt ihr mal aufhören zu reden? Wenn diese Kultisten ihr Blutritual verenden, lassen sie Akumai, den Verschlinger, auf die Weltlust. Das dürfte ich zulassen. Sei vorsichtig. Ich würde mich an seiner Stelle mal hinlegen. Naja, er steht halt und wackelt ein bisschen. Lass ihn wackeln. So, alle bereit? Dann mal los. Fühlt euch geehrt, Narren! Euer Blut wird Akumai, den Zerstörer von Azeroth, nähren! So viel Text und aufgenommene Sprachsamples gab's früher nicht. Guck, wie sie jubeln. Da ist ein Goblin dabei. Hau ihn tot! Nur keine Scheu! Ui. Das Wasser ist schön warm! Oh, der hat die da reingestupst. Wie, was denn hier? Das ist alles neu, das war früher nicht. Okay, cool. Cool gemacht. So, jetzt kommt der Sprung des Todes. Ich glaube, hier ist jeder WoW-Spieler schon einmal runtergefallen. Ich muss mich konzentrieren, nicht dass es albern aussieht. Aber der eine Sprung in dem einen Ding war aber schwerer. Ja, aber hier ist trotzdem jeder schon irgendwann mal runtergefallen. Kann mir keiner erzählen, dass er dann noch nie runtergefallen ist. Aber das ist cool mit dem Seilpfosten, das ist neu. Was macht der? Wenn du unten runterfällst, kannst du jetzt da hoch. Kommt man sofort wieder hoch. Weil manche haben diesen Sprung tatsächlich nie geschafft, deswegen gibt es jetzt dieses Seil. Das ist so geil. Ah. Großartig. Ach. World of Warcraft, du machst es echt zu einfach. Ne, ich kannte Leute in der Gilde damals, die haben diese Instanz komplett gemieden, weil sie diesen dämlichen Sprung nicht machen wollten. Das war nach Zeiten, wo man springen musste. Und dann kommt Guild Wars und fügt Sprungrätsel ein. Nicht jedermanns Sache. Gebe ich zu. So, da oben haben wir Gamora. Oder Gamura. Und es hat Gamura. Keinen Zweck, sich zu wehren, Gamora. Bald steht ihr unter meiner Kontrolle. Gamura. Und dann hetze ich euch auf diese lästigen Helden. Na, mach mal. Halt, es ist noch zu früh. Nein! Oh.
Die hättest du retten können, wenn wir jetzt ein bisschen früher da gewesen wären. Retten? Das waren Bösewichter, die rette ich nicht. Da gucke ich beim Sterben zu. Nein, die waren nicht gut. Hast du es nicht gehört? Die wollten Gamora hier auf alles Mögliche hetzen. Also auf uns. Au. Die haben die ganze Distanz überarbeitet. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Huch, Hilfe. Du, mit den Kettenblitzen hier ist Kitty ja richtig gefordert. Macht's aber gut, die Kitty. Und Stoff drin. Stoffgürtel für Kitty. Und Handgelenk für Nubia. Und da hinten sitzt sein Sohn. Oh. Seit WoD, okay. Ja, wie gesagt, WoD nie gespielt. Bitte, ihr müsst die anderen retten, bevor Domina sie opfert. Domina, okay. Machen wir Domina kaputt. So, wir müssen jetzt hier rüber. Und unten durchtauchen. So, warum wird dein Resub nicht im Stream angezeigt? Oh, Tristan, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Meldung bekommen. Entweder ist irgendwas gerade kaputt oder Twitch funktioniert nicht. Aber Tristan, vielen, vielen Dank. Freue mich wirklich sehr. Dreifache Zippe-Pumme bitte auf unseren Tristan. Auch wenn es nicht angezeigt wird, keine Tanzkuh kam. Aber vielleicht nächste Mal, dann müsstest du da oben so einen Button haben. Tut mir leid, da kann ich leider gerade nichts machen. Aber danke, Tristan. Was? Macht mal. Dreifache Zippe-Pumme für Tristan. So. Das sind hier nur alle Zwielichtdinger. Ich habe kein Ziel. Aber schön, dass man nach so vielen Jahren mal wieder was Neues sieht, obwohl man ihn dann schon tausendmal gemacht hat. Das ist zu weit entfernt. Die haben da oben so einen kleinen Goblin und verfüttern ihn gerade an dieses Tentakelmonster. Ach, das ist Domina. Ja, der Brain wurde angezeigt. Vielen Dank, lieber Brain, für deinen Resub. Kette, Beweglichkeit und Ausdauer. Gott, Nubia. Und sagst du das schon? Es kann doch sein, dass ich es nicht krieg. Doch, wird kein anderer drauf würfelt. Ja, aber wenn es einer macht. So, was kriegen wir jetzt hier? Alle Werte um 10% erhöht. Oh. So, also Brain, vielen, vielen Dank auch für deinen Resub und schön, dass du bei uns bleibst. Auch dein dreifaches Zip-Up nur auf den lieben Brain, bitte. Danke. So, den Sohn lassen wir aber am Leben von der Schildkröte, oder? Die war irgendwie cool. Warum ist der Hai jetzt immer noch in seiner Basis? Wäre doch cool, wenn die unter Wasser aus ihrer Blase rauskommen würden. Ja, ne? Da ist spezielles Wasser dran. Süßwasser. So. Das hier ist wahrscheinlich Salzwasser. Wahrscheinlich mit Nährstoffen und so. Aha. Und Brain fragt, muss man den komischen Knopf da echt benutzen, damit er weggeht? Ja. Yep. Ein Hai in Süßwasser? Es gibt doch Süßwasserhaie. Echt? Aber eher hier nicht. Doch, Flusshaie. Ich habe tatsächlich in meinem Leben schon mal einen Hai gesehen. Aus nächster Nähe. Fand ich nicht so cool. Aquarium. Nein, auf Gran Canaria. War ich nie. Bin ich geschwommen, bin ein bisschen getaucht. 15 Meter tiefes Wasser, nicht zu empfehlen, da ist nichts außer kleiner
schwarze Igel, die da unten auf dem Boden rumkriechen. Und als ich wieder hochkam, war da ein Grundhai. Die fressen keine Menschen oder so. Aber, nee. Wasser war dann für mich tabu. Für eine ganze, ganze lange Weile. Stoffgürtel. Was ist das? Der ist neu. Wo kam der denn her? Bestimmt aus Japan. Ja, man muss dazu sagen, diese Tentakel, die wollen ja hier den uralten Schrecken von Bla beschwören. Es gibt uralte Schrecken, tatsächlich. Uralte Götter, Zetun und so weiter, wie sie alle heißen. Die sind tatsächlich hier irgendwo unten drin und das ist hier wahrscheinlich so eine Anspielung drauf. Was man später noch so zu sehen kriegt. Einen gibt's in Bashir, dem hilft man dann auch. Oh, Stufe 30. Hey. Mein Zwerg wird alt. Müsste ich jetzt nicht auch ein neues Talent auswählen können? Ich muss näher ran. Sekunde, wartet mal. Wenn man Stufe 30 ist, müsste man doch, glaube ich, ein neues Talent auswählen können. Ja. Ja, könnte ich auch. Moment. Richtunteil hat 2 Aufladungen, erhält außerdem eine Aufladung durch oberster Kreuzfahrer. Okay. Gefährt sofort 3 Aufladungen von Schild der Rechtschaffenen, ist auch gut. Und Schild des Rächers fügt dem erst getroffenen Ziel 50% mehr Schaden zu. Ich nehme mal Richtunteil erstmal. Später dann Bastion des Lichts. So. Oh, wen haben wir denn da? So, da hinten haben wir Unterwerfer, der Kurul. Okay, Unterwerfer Kurul. Der ist einfach nur so da. Und der hat viele kleine Murlocs. Schätze meiner Murlocs gelockt haben. Ja, die sind hier halt alle ziemlich krass angelehnt an Cthulhu, ne? Ist klar. Ey, der wirkt nicht. Mach es weg. Ach, keiner von uns kann kicken, ne? Oh, blöd. Au. Akumai, töte. Oh, Platten, ne? Boah, was zum... Okay, das war auch neu. Hey, was ist das denn? Ich brauche ein Ziel. Okay. So, Altar des Blutes. Beten wir den mal an. Alle Werte um 10% erhöht. Sehr gut. Okay, dann gehen wir weiter. Warte, ich darf mal ein Talent aussuchen. Sehr gut. Okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Oh nein. Die Eindringlinge sind noch am Leben? Haltet ihr auf! Wir dürfen das Ritual nicht stören! Nein, es zieht mich zu sich hinein. Oh, danke.
dürften wir ja bald durch sein. Ist das Unterwassermonster noch da? Bald durch, uns fehlen noch 4 Leute. Ja, das geht schnell. Das ist jetzt hier nur der Anfang, der so wirklich lange geht. Der Rest ist relativ kurz. So, aber hier gab's doch mal so ein Unterwassermonster. Oh, der ist neu. Zurück zum Sanktum! Fürst Barthiels Ritual muss vollzogen werden! Ihr Drucks! Welches Leben frei von Wächterkrabbe versaut! Wo will Wächterstanz? Ich bin gerade ein bisschen fasziniert, dass hier alles neu ist. Der Fang ist zu hässlich zum Essen! Nubia, der hat dich gerade beleidigt! Drucks will Wächterstanz! Er stellt den Zwerg einfängt. Nee, er beleidigt Nubia. So, jetzt müssen wir, glaube ich, ins Wasser, ne? Hier unten gab es irgendwo ein Unterwassermonster, das weiß ich noch. Großartig. Warte mal kurz. Wir warten kurz. Ja, ich hoffe, das dauert nicht 2 Minuten 45, sonst bin ich tot. So? Okay, weiter. Oh, wartet, hier hinten ist was zum Abbauen. Unter Wasser eine Zinnader abbauen. Das kann auch nur ein Zwerg. Sehr gut. Ach so, der Wächter der Tiefe ist jetzt also die Krabbe hier. Okay, früher war das so eine Nessie. Man kann sich hier 75% Schwimmgeschwindigkeit holen. Echt? Ja, hier sind am Boden lang so weiße Eier, wenn man cool. Die abgesammelt hat. Auch das ist neu. Ich weiß nicht, cool. Wie ihr hochgekommen seid. Wo seid ihr überhaupt? Hier unten einen Boss töten. Ja, das ist schön, aber... Warum bist du nicht hier? Wir sind unten. Ich bin euch hinterher geschwommen und dann waren alle weg. Ah, cool. Wir kommen zurück. Nee, Garibaldo kam zurück. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Ich folge einfach mal dem Druiden. Hä? Hey. Was seid ihr denn jetzt? Hier. Wenn ihr hier rausschwimmt, hier rechts lang. So, die neuesten Follower sind Koroyosh 8, Daidalion, CCA Diablo, Flappo und Tankboy. So, der Sprung hier ist ein bisschen knapp. Okay. Ganz cool. Was zum I? Ich gehe hier mal raus, sonst sterben wir hier noch alle. Okay, das war neu. Lustig. Okay. Ich hatte gehofft, dass ihr es zu mir schafft. Jetzt darf ich eure Köpfe abschlagen. So, und der boshafte Schmidt hat gerade subscribed. Das dritte Mal in Folge. Boshafter Schmidt, vielen, vielen, vielen Dank.
und schön, dass du bei uns bleibst. Dreifaches Depot auf unseren Supporter Booster Schmidt, bitte. Danke. Habe euch genug Zeit gekostet. Akumai wird sich erheben. Eine neue Robe, aber die ist nicht ganz so gut. Und 6 stärkeren 2 Crit für den Umhang. Nehmen wir mit. Grün, na klar. Natürlich ist er grün. So, jetzt sind wir schon fast durch. Ne? Nur 2 Bosse hier. Und ein großer Raum mit vielen Krabben. Das ist ja auch neu. Ihr kommt zu spät! Die Beschwörung von Akumai ist abgeschlossen! Leider werdet ihr nicht lange genug leben, euch an seinem Anblick zu weinen. Tötet sie! Stoffhose für Kitty. Erhebt sich! Kitty wird hier voll blau equipped. So, Kitty sagt Bescheid, wenn es weitergehen kann. Und noch 2 neuere Follower, der Livius und der Fire Warrior 156. Vielen lieben Dank. Ja, früher gab es hier Tiere, die musste man dann halt abschlachten und dann gab es hier 4 so eine Schalen, die musste man nacheinander anzünden und dann kamen hier immer Wellen aus rechts. Der Vorbote, Akumai, steigt aus der Tiefe. Ihr habt die Ehre, als Erste verschlungen zu werden. Oh, klingt gut, lass uns draufhauen. Dann haben sie den Quatsch hier endlich weggemacht, finde ich super. Also es gefällt mir aber echt, was die aus dieser Instanz gemacht haben. Aua, der hat mich umgeworfen. Ich fühle mich irgendwie echt wie in Japan. Überall hängt Tentakel von der Decke, das ist irgendwie seltsam. Da ist er. Akumai, der Verschlinger. Aber dafür, dass hier überall Tentakel von ihm aus der ganzen Instanz und überall rauskommt, ist der ja ein bisschen winzig, ne? Sieht jetzt ein bisschen enttäuschend aus. Na los, komm, lass drauf an. Oh, es sind 2. Oh, es sind 3. Voll winzig. Hi. War trotzdem ein bisschen enttäuschend irgendwie. Genießt diesen Sieg, Sterblicher. Und was ist drin? Eine Stoffhose. Wieder für Kitty. Komm. Kitty, ey, du kannst die Hosen fast nicht mehr retten. Frage der Zeit, bis ihr unser seid. Ah, saucool gemacht. Also zur Atmosphäre wirklich viel beigetragen. So, hallo? Gehen wir mal die Quest ab. Das war unglaublich. Die alten Götter werden es sich jetzt 2-mal überlegen, bis sie sich wieder aus ihrem Loch trauen. Ah, die werden wir noch sehen. Oh, es gibt ein neues Schild. Cool. Und der ist nicht mal schlecht. Es würde aber auch eine neue Hose geben.
Schild oder Hose? Schild oder Hose? Aber Hose mit innen brauche ich nicht. Delnadris. Stufe 31. Yay! Okay. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Und das mit dem Gruppenfoto machen wir dann im neuen Jahr, wenn ich das ein bisschen angekündigt habe. Dann machen wir dann irgendwo ein riesiges Gruppenfoto, am besten mit allen, die irgendwie da sind. Und für alle, die nur wegen World of Warcraft da sind, wünsche ich ein frohes Fest und einen guten Rutsch.